Einen wunderschönen guten Tag und wir haben es 19 Uhr und herzlich willkommen zu Trash Talk. Und nein, heute ist kein Podcast und ja. Doch, heute ist ein Podcast, aber kein Giga-Podcast, sondern ein Trash Talk. Aber wenn es Giga-Themen gibt, hauen wir sie rein. Wir haben zurzeit wir machen eine kleine Pause von dem normalen Giga-Podcast, weil es halt nichts Neues gibt. Aber sobald irgendwie mal was Neues reinkommt, nehmen wir das auch mit in den Podcast rein. Also von daher, wenn ihr über was reden wollt, könnt ihr auch gerne anrufen. Also ihr werdet nicht vergrault. Ruft an, wenn ihr über Giga reden wollt. Geht alles. Richtig, richtig. Ne? Also Call-In-Adresse ist ja hier bei uns ja mit eingeblendet. GigaFanbase.de/Skype. Könnt natürlich auch einfach, ja. Ins Kirchen, genau. Ne? Genau. So, was gibt's denn heute? So schöne Themen. Ja, natürlich wieder mal nichts, ist klar. Aber der G-Member, der hat vorhin irgendwie, glaube ich, was so ein bisschen im Chat geplaudert. Er würde doch gerne ja so ein paar Anliegen raushauen, was so mit Giga betrifft. Er hat schon im Chat geschrieben, bei meinem Giga gibt es eine neue Leiste. Echt? Hab ich okay, noch nicht gesehen. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen, deswegen gucken wir jetzt einfach mal nach. Weil ich auch nie auf meinen Giga gehe. Warum bin ich denn jetzt bei Giga nicht eingeloggt? Was soll denn das? Sonst bin ich doch immer eingeloggt. Ja, ich bin jetzt gerade auch ausgeloggt. Ich gehe jetzt einfach wieder aufs Forum und dann gehe ich wieder zurück. Wie war denn jetzt mein Passwort? Ach ja. Und genau. Das funktioniert. Ah, mein Giga. So, rauf. So. Dann klicken wir jetzt einfach mal auf mein Giga und zwar haben wir hier, was für eine neue Leiste. Neue Leiste. Mhm. Ah, ich glaube, ach ja, okay. Unter dem Header sozusagen, da steht ja hier, hallo Pascal, Benachrichtigung, mein Profil. Ach so, Alter, ja, ja. Ne, also das ist hinzugekommen, das ist quasi aus dem Forum irgendwie übernommen worden oder so. Ja, schön. Ja. Das, ich weiß nicht, also, okay, aha. Und dafür haben sie dann die anderen Funktionen, was dann nach regulär eigentlich da an der Stelle war, haben sie dann rausgenommen, okay. Da haben wir jetzt noch Community, Aktion, nützliche Links, Kalender, Effects. Oh, Kontaktfreunde. Klicken wir mal drauf. Ja, das sind ja einige, die ja schon angenommen haben. Das ist ja nett. Ja, die lieben dich alle. Sie wollen alle kleine Kinder mit dir zeugen. Genau, der David liebt mich, der Bastian liebt mich, der Carsten liebt mich, der Fabian, Robin, Schuh. Ja, die habe ich alle in der Freundesliste, aber So. Ja, schön. Wusste ich noch nicht. Jetzt wissen wir's. Ja. Auch nicht schlecht. Weil man klickt ja nicht jeden Tag auf meinen Giga, ne? Nee. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, also so schön finde ich es ja nun mal nicht. Also deswegen klickt man da eigentlich auch sehr relativ selten auf meinen Giga, aber naja. Vielleicht ändert sich ja optisch da noch was. Da merkt man schon, das alte Design, das fehlt. Ja. Ja, aber naja. Irgendwann. In 100 Jahren. Ist das wieder schön. So. So, David hat immer noch ein Standbild. Er hat immer noch ein Standbild und ich bin mir auch völlig sicher, dass er uns bestimmt nicht hören kann. Davido, wenn du uns hörst, sage, ich hab euch lieb. Ah ja. Ja gut, das kannst du ja mit YouTube auch nicht vergleichen, ne? Das sind zwei Paar Schuhe sozusagen. Aber das kann an uns überhaupt nicht liegen, weil bei allen anderen läuft das problemlos. Ja. Es läuft normal. Keine Ahnung, was bei dir so ist. Also, das ist, Falls du überhaupt zuhören kannst. Das weiß ich jetzt gerade nicht. dann macht man auch Sorgen, dass die Posts zurückgehen. Was meint ihr dazu? Hat Giga im Gaming-Business an Popularität verloren? Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment ist es so, ich meine, das war ja auch schon vorher schon, dass da so in Sachen Apple eindeutig dominiert. Das nervt. Aber so richtig dominiert, ja? Also wenn ich hier auf der Startseite gehe, dann habe ich hier iPhone, iPad. Oh, Games, zweimal dazwischen. Einmal Film, einmal Android, einmal Games, dann kommt wieder Mac. Android, zweimal Games, dann wieder Android.
und so weiter. Und dann unten auch wieder alles blau bis zum geht nicht mehr. Und ja, also das ist wirklich schon krass. Also ja, weiß ich nicht. Mann, was ist denn an keine Ahnung. So, der David, du schreibst mich gerade persönlich an. Das ist doch zum Kotzen hier, sagt er. Ja, das stimmt. Wenn ich kotzen müsste, würde ich es tun. Das wäre aber nicht so schön für die Zuschauer. Ja. Wo dran es liegen kann, google doch mal. Schreib mir doch mal, er soll den PC neu starten. Vielleicht hilft das jetzt schon. Vielleicht hilft dir das. Oder René sagt gerade, starte mal deinen Rechner neu. Ja. So, habe ich den jetzt gerade geschrieben. Ja. Schön, ne? Doch, ja. Heute, wunderbar. Und, oh, der Wampe ist auch im Chat. Herr Wamperator, hallo. Schnuckig, ja. Wampe. Na, alles fit? Ja. So, also, ich muss auch kurz nochmal erwähnen, also der Wampe, der hat sich wohl schon so für heute da sich angemeldet. Also er würde wohl gerne heute mitplauschen, aber ich weiß es ja nicht. Wampe, kommen wir in den Genuss deiner zärtlichen Stimme? Okay, möchtest du jetzt einfach mal die User vorlesen, die schon da sind oder so? Wir machen das jetzt einfach mal, weil... Im Chat. So können wir die Zeit ein bisschen überbrücken. Mein Chat ist weg. Warum ist mein Chat weg? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum dein Chat weg ist. Ja, mein Chat ist wieder da. Also, da hätten wir einmal den Pascal H. Ich, keine Ahnung, wer das ist. Das müsste irgendein so ein komischer Kai-Verschnitt sein. Ich weiß es nicht. Ja. Dann, ja, na gut, dann kommen Giga-Fanbase, ich, dann Agira, Bene, Frittenjockel, G-Member, Lars, Max, Leo, Pionator und Wampe. Wahnsinn. Der Chat ist ja voll. Ja. Naja, fast. Amazing. Aber es ist wenigstens wieder was los, nicht so wie letzte Woche, ja. Also letzte Woche, da ging der Chat überhaupt nicht. War ja hier tot. Und da konnte man halt nur über einen IRC-Client halt aufs, auf den Chat zugreifen und ja, das war halt schon ziemlich nervig. Und ich meine, Terranas und wer war das noch? Funky Shitter, die beiden, die haben es geschafft, in den Chat zu kommen, aber alle anderen, ja, sind draußen. Ah, ja, geblieben. Stimmt, ja, letzte Woche ging es ja nicht, stimmt. Richtig, ja. Richtig, genau, da ging es nicht. Hab ich schon wieder ganz verdrängt. Ja, der Flash-Plugin von dem Chat-Provider oder so, der hatte halt, ja, Probleme, keine Ahnung, und selbst auch im Giga-Chat kam man nicht rein, weil das ja auch alles auf demselben Server liegt und, jo. Ist halt ein bisschen blöd. G-Member, nein, ich kann dich beruhigen. Ich bin nicht bei Giga aufgenommen worden als Grafiker oder auch als Videocutter. Ich wurde abgelehnt. Tja. Wenn man halt nicht genug Skills hat, ne? Boah, halt die Klappe. Ach Kai, du weißt doch, ich hab dich doch lieb. Ach so, ach guck mal, Wampa hat sich, der Wampa, der hat sich das direkt schon so, der Wampa hat sich das schon direkt gemerkt, Agira, bist du nicht unser zukünftiges Business-Maskottchen. Ne, busiges Maskottchen. Ja, aber, Alter. Hast du das an den Augen oder so? Ja, nein, hab ich nicht. So. Ach, so. Ja, Wampe denkt wieder nur an Brüste. Es ist irgendwie alles beim Alten. Ist doch schön, oder? Agira, ich hab dir schon mal gesagt, das muss Kai machen. Du musst Kai das Bild schicken. Ich kann doch nix. Ob wir denken, dass die Giga-Community so schön ist? Also ich glaube mittlerweile nicht mehr so. Also ich glaube, jetzt kommen immer so nach und nach immer wieder neue Leute, also die Alten halt wieder zurück. Und es kommen aber auch, so wie ich jetzt auch so in letzter Zeit mitbekommen habe, es sind auch einige neue da, die dazu stoßen und ja, es ist halt der Lauf der Dinge, ne? Alte Leute gehen, neue kommen. Kann man nichts machen, es ist halt so. Man kann ja nicht irgendwie krampfhaft versuchen, alte Leute zu halten, wenn sie nicht wollen. Nö, eben. Nichts. Ja, die guten alten auch Leute. Auch wenn es schade ist. Die guten alten Leute, wie hieß der noch? Na.
verdammt, der auch seinen Account gelöscht hatte. Glatze? Ja, Glatze. Ja. Der und ist Thomas ja Ketakoa. Ja, ja, schade, dass er weg ist. Naja. Ja. Genau, der Hacker, der hast du ja gerade schon gesagt, René, der hat ja auch seinen ja, hyper, duper, super, mega krassen Account gelöscht, ja. 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 Es war traurig, ich habe geweint. Ja. Sollte er, nein. Thomas wollte helfen, aber er hat nie eine Rückmeldung bekommen von Giga und dann hat er gesagt, er hat keinen Bock mehr und hat sich gelöscht bei Giga. Ja, so traurig, ist das, aber wahr. So ist das halt, ne? Ja. Was hat er denn noch gesagt? Wann hat Fabian was gesagt? Hm? Ja, schick das mal. Ja, das wäre mal schön. Eine Schweigeminute für einen Mensch. Oh Gott. Ist ein Mensch weg? Weiß ich nicht. Ist er tot? Ich hoffe, der ist schon lange geblockt worden. Aber ist mir auch aufgefallen, ich habe schon lange nichts mehr von ihm gelesen. Nee, was mich auch wundert, hier war ja, es war ja, letzte Woche war das, war ja dieses Event von Apple und so weiter, also hier ja, über ja, Apple ja, etc. Ich und, so. Und da habe ich echt Jens gedacht... Jens hat geschrieben, dass ein Mensch ab und zu mal in die Kommentare da geschrieben hat. So, und ich habe ja mit Jens danach ein bisschen kommuniziert, weil Jens und ich, wir lieben uns, und hat er gesagt, er hätte einige Kommentare von einem Mensch gelesen, aber ich habe keine gesehen. Ja, genau, und ich habe da halt auch immer wieder da auf der Seite geguckt und gehofft, dass der irgendwo da drinnen steht, damit der endlich mal hier so einen richtigen Arschtritt bekommt und ja, leider war von dem irgendwie nichts zu hören. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Einfach ich glaub, wahrscheinlich. Ich glaube, er hat keinen Bock mehr. Ich glaube, er merkt einfach, dass... Ich glaube nicht, dass er einfach keinen Bock mehr hatte, ich glaube einfach, dass er einfach uns nur ärgern wollte. Ja, das sowieso. Dass er jetzt wahrscheinlich zum nächsten Portal rüberschlüpft und jetzt da die nächste ja. Community dann, ne, keine Ahnung. Nervt. Alter, der Kerl war echt schlimm. Aber er hat, glaube ich, auch ein Foto, ne? Mhm. Mit hochgeladen von dem. Wie hieß er nochmal mit Vornamen? Alexander? Alexander Eglin oder irgendwie so war das, ne? Oder wie hieß der? Oh. Der ist ja auch bei Facebook, ey. Der Typ sieht aus. Facebook? Du hast ihn bei Facebook drin? Nein, ich habe ihn nicht drin, aber ich habe ihn gesehen. Bei Facebook. Weil er hat ja bei einem Menschen immer seinen richtigen Namen dahinter geschrieben, einen Nicknamen, und da habe ich mal einfach mal bei Facebook geguckt. Oh Gott. Steht da mit seinem iPhone so und fotografiert sich selbst im Spiegel. Super. Geil. Damit er auch, damit man nicht mehr sein eigenes iPhone. Damit man schön sein iPhone aussehen kann, wie toll das Ding auch ist und ja, keine Ahnung, damit kann er sich echt in den Arsch abwischen. Ja. So. Also, weißt du jetzt, was genau ist über einem Mensch? Ist er jetzt weg oder. Also, ich will das jetzt wissen, ich will feiern, nicht, dass ich jetzt feiere und dann ist er doch wieder da. Aber wir könnten das ja gerne mal einrichten, eine Schweigeminute für einen Mensch. Wie fangen wir damit an? Also, ab jetzt. So, das war's jetzt und wir gehen weiter und ja. Juhu, es geht nun und ich habe nichts dran gemacht. Hossa, schön. Was neu gestartet oder wie oder was oder wer oder wo? Keine Ahnung, ich habe ihm gerade geschrieben, er sollte vielleicht seinen Rechner neu starten, aber ob er es gemacht hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja. Ja, es so scheint wohl zu funktionieren. Ist da. Oh, Raucherlunge, hey! So, Vampirator, du wolltest doch auch heute mal ein bisschen quatschen. Dann sag an, wenn du willst. Du hast ja jetzt noch ein Bierchen parat und so weiter. Und, ja. Ja. Und bitte mit Webcam. Ja, wir wollen endlich mal hier zwei Webcams einblenden. Meine Güte. Ja. Der Bene, der, ich habe da sogar das Formular ausgefüllt. Oh, Wahnsinn. So, jetzt ist die Frage, Ja. Das ist typisch Wampe. Rate mal, was der als Message da bei uns in der Gigafame-Base geschrieben hat. Beziehungsweise beim Skype-Call-In. Titten? Du hast es richtig erraten! Yeah! Woher weißt du das? Ja, Wampe kennt man halt, ne? Das ist original der Wampe. Der braucht auch noch nicht mal seinen Namen zu nennen. Der braucht einfach nur ein Call-In reinzugehen und irgendwas schreiben. Titten, Möpse und keine Ahnung was. Und dann weiß man direkt davon, aha, das ist Wampe. So, jetzt ist natürlich die andere Frage, hat er jetzt eine Webcam oder hat er jetzt nicht, weil dann weiß ich auch, mit welchem Account ich den anrufen soll, kann und was auch immer. Wampe, wenn du gerade zuhörst, sag mal an, ob du mit Dings oder nicht.
Dann kann ich das auch mal ausprobieren. Und vor allen Dingen kann die Community auch mal sehen, wie du aussiehst. Einige wissen das ja vielleicht nicht, weil die hören dich ja, wenn dann immer nur bei dem Giga Minecraft Summer Slam, der übrigens heute auch. Er macht mit Webcam. Er macht sogar mit Webcam. Mit, damit du happy bist. Ja, schön, Wampe, ich freue mich. Okay, wundere dich nicht. Ich hoffe, du hast jetzt für alle Anrufe aktiviert, weil ich nämlich dich über einen anderen Messenger anrufe. Das ist mein anderen Account, nicht einen anderen Messenger. Das ist immer noch Skype. So ist ein Messenger halt. So, Skype-Name. Okay. Ah, das ist mal blöd, da muss ich das mal wieder hier. Okay. Wieso zum Teufel kann man es hier nicht markieren? Okay. Ja, geht sich mehr? Ist alles kaputt? Doch, das geht schon. Ja, Kai. So. Ich werde ihn erstmal antingeln. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Also das heißt, es gibt heute wieder diese obligatorische Männerrunde und diesmal auch, ne? Hallo Wampe? Ja, Verbindung besteht zumindest. Okay, das ist schon mal gut. Das ist eine sehr gute Voraussetzung und er möchte gerne Webcam. Ach, soll ich das annehmen oder ablehnen? Ich nehme es jetzt an. Oh Gott, was hast du denn für eine Haube auf? So nennt man Kappe. Eine Kappe? Jetzt muss ich dich gerade mal groß machen, weil das ist ja. Oh mein Gott! Also. Der Wampe! Juhu! Mein Gott, ich hatte dich irgendwie anders in Erinnerung. Also, wenn man so auf den Fotos guckt und. Ja, jetzt kommt der Bene. Ben E. Ja? Jetzt kommt der Große. Oh, der Webcam sagt. Du hast aber, ja nicht hinbekommen, mein Freund. Ben E gefällt mir ganz gut. Ich glaube, ich werde ihn da heute Ben E nennen. Das ist gut. Jo. Ben E. Ben E! Ben E! Ben E! Guck mal, das ist doch ein viel schöneres Bild mit dem René. Also, das gefällt mir besser. Ich meine, das Bild sind die Leute vom Giga Minecraft Server eigentlich schon gewohnt, weil wir haben schon des Öfteren irgendwelche Sessions im Tiny Chat gemacht, wo wir da mit bis zu 6 Leuten zusammen da waren und Scheiße gebaut haben, weil unter anderem Sunarit ja dabei ist, das sagt ja schon alles, gell? Schönen Gruß an Sunarit, mein Schnupfen. Wann ist denn eigentlich wieder das nächste Schlag den Sunarit? Weiß ich nicht, da musst du die fragen. Ich bin ja momentan ein bisschen ausgenockt wegen Abschlussprüfung und Umzug. VD Zelt of Fish, yeah! Endlich. Wahnsinn, hast du wahrscheinlich dann, ja, kannst dich ja richtig freuen. Und das wird sehr positiv in Richtung Livestreams, gell? Wenn man dann zumindest auf dem Papier bis zu 10 Mbit Upload hat, gell? Ja. Was bitte? Zumindest auf dem Papier, wohlbemerkt, gell? Auf dem Papier, ich wollte gerade sagen, weil 10 Mbit, das ist, was zahlst du dann für was würdest du überhaupt zahlen für diesen Upload? Ach, das ist doch hier das Paket von der Telekom. Da dieses, ich habe mir sogar das Entertech geholt, weil ja dann keine Volumenbegrenzung dabei ist. Ich nutze zwar das TV nicht, aber kostet halt. Entschuldigung, selbe, ne? Also scheiße Hund drauf, also denke ich mir halt. Was? Telekom hat eine Begrenzung? Ja, also die Telekom hat eine Begrenzung, also zumindest in den AGBs steht halt VDSL 25 gibt es ja eigentlich so gut wie nicht mehr, 100 Gigabyte und bei VDSL 50 200 Gigabyte. Aber ist wie gesagt, denke ich, auch nur auf dem Papier, weil ob die jetzt beim kleinsten Annähern an die 200 Gigabyte Grenze da die Drosselung reinhauen, das sei mal dahingestellt. Gell? Nur steckt mal, da gehen die wirklich nur bei Extremfällen so vor. Also denke ich mir. Aber ich meine, es kostet dasselbe und wenn ich will, kann ich mir immer noch so einen Receiver monatlich dazu holen. Dann kann ich auch noch Fernsehen gucken, wenn ich will. Nur da will ich erstmal abwarten, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Aber überhaupt besser als ein Mbit-Upload ist schon geil. Ja? Ob das jetzt 5 Mbit oder maximal auch nur 7 Mbit mal werden sollten, ist mir scheißegal. Aber endlich mal ordentlich hochladen können. Ja, dann ist ja das Schöne in dem Moment. Also ich brauche im Schnitt, also mit meiner 2,5 Mbit Upload brauche ich im Schnitt für, sagen wir mal, 1 Gigabyte circa eine halbe Stunde auf YouTube. Das würde mir ja schon reichen. Ja? Also, nee, ich habe ja bis dato Kabel mit 20 Mbit. Das Interessante ist Download. Mich interessiert heutzutage ja keine Downloadrate mehr, weil 20 Mbit ist schon astrein, weißt du, wenn du mit 2,5 Mbit die Sekunde ziehen kannst. Das reicht vollkommen aus, aber wenn du dann mit 125 Kilobyte die Sekunde hochladen kannst, nur da zieht dir doch die Schuhe aus. Also
Ja. Ich sag mal, bei den ganzen Filmchen, die bei mir auf dem Kanal landen, ist das alles kein Thema. Aber weil ich jetzt unter anderem wieder was für einen Jonas gemacht habe, wo dann so um die 5 GB zusammengekommen sind, aber lass es auch nur 2 GB sein. Und ich kann halt schlecht hier mal einen halben Tag die Leitung belegen. Das ist halt problematisch. Deswegen, ich freue mich, ja. Schmember hat mittlerweile einen Link gepostet aus dem Forum, wo Fabian geschrieben hat, dass Thomas Hacker ab Mitte Juni Giga unterstützen mit in der Entwicklung. Mhm. Der Post ist zwar vom 20.05., aber mal abwarten, ne? Tja. Dann müsste es ja eigentlich jetzt schon sein. Wir haben ja schon lange über Mitte Juni. Ja, wir sind schon weit drüber. Ja, also. Also viel ist ja nicht mehr, dann haben wir ja schon den Juli. Ja, stimmt. Ja, ja. Und Wampe, wann geht's endlich nach NRW? Ja, kurz 2 Wochen. Ist nicht mehr lang. Moment, ich muss gerade in den Einstellungen gucken. Ich hatte ja irgendwo schön definiert. Könnte man schön ein Kaffeetrinkchen gehen oder mal ein Bierchen oder was auch immer. Oder sich mal gelegentlich auch mal so mal treffen und vielleicht mal zusammen irgendwie mal einen Livestream machen. Mit jedem, aber nicht mit dir. Das kannst du tun. Ja. Ja, nee, also irgendwo ist mal gut, gell? Also, weißt du, Mann, wo ist diese scheiß Einstellung? Ich hab da irgendwo mal gesagt, hier auf dem und dem Knopf soll das Mikro, weil ich muss gerade so innerlich so, gell? Und dann will man halt ja nicht ins Mikrofon machen. Und ich lese nur wieder im Chat von Bene Nutella. So schlimm. Oh, Ich glaube, mal mit deinem Nutella. Ja, der kommt, glaube ich, einfach. Ist doch langsam ausgelutscht, echt. Der kommt von dem Trip irgendwie gar nicht mal runter. Nee, weil der ist total der Junkie, ey. Der zieht sich das Zeug durch die Nase. Das ist ja, vorstellen, ey. Hängt da so ein brauner Klumpen Nutella aus der Nase. Ja. Da würd ich mir aber Sorgen machen. Das ist dann was. Ich würde. Nee, komm, Prost. Ja, Prost. Ja. Machen wir mal gerade Fleischwerbung. Das ist halt erstmal, dass ich mir dieses komische Bier geholt habe. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, ehrlich gesagt. Was steht da drauf? 5,0 Origins? Mit Origin, also kein Gruß an EA, gell, sondern irgendwie 5,0 Original. Ich weiß nicht, ob das jetzt für die Promillezahl ist oder Prozent Alkohol. Das heißt einfach so, das Bier. Das heißt einfach so. Das kenne ich auch. Ich könnte mal wollten hier Braunschweig. Was ist denn in Braunschweig? Braunschweig, weil das ist wahrscheinlich wie mit dem Aldi, wo du da deinen Hartsekt abgefüllt hast und der heißt dann halt einfach nur dein Schiss und dann hast du den halt für 1 €. Hm. Ja. Ach Gott, drück doch mal den Knopf hier. Mann, so, geht doch. Hi, hast du schon wieder Verdauungsprobleme? Nee. Ja, doch einfach mal bei dem Screen. Nee. Muss man nicht immer umschalten. Muss ja kennen. Ich hab auf Tasten belegt, weil da muss man nicht immer die ganze Geklicke da mitbekommen. Also man hört das dann sonst immer und naja, ist ja eigentlich auch egal. Ich kann ja auch manuell klicken oder so. Ja, du musst aber Ken auf Micha machen hier. Ja gut, dann machen wir es halt oldschool, klicke ich jetzt einfach so hier rum, so zack, zack. Nee. Zack. Du willst das den Leuten nicht wirklich antun, dass sie hier permanent, ja, schon wieder mich in Großbild sehen. Das ist auch schlimm, ne? Also ich sehe schon, die Zuschauerzahl verringert sich jedes Mal, wenn du mich in Vollbild reinsetzt. Also im Gegenteil, es sind jetzt mehr geworden. Ja, bestimmt nicht wegen mir. Doch. Na doch, Wampe. Ja, erst recht, genau wegen dir. Ja, herzlich willkommen im Nachhilfe in Wampenglisch. Habe ich ja eben, ich weiß nicht mehr, wer das war, hatte gemeint, oh, Wampen, mit dem Englisch muss er aber nochmal üben. Habe ich dann geschrieben, ja, wer sagt denn, dass das Englisch sein soll? Das ist Wampenglisch. Na gut, okay, der war so flach, habe ich auch da geschrieben, ich stelle mich selbst in die Ecke. Das ist übel. Der Meister der schlechten Witze. Ja. Ja, so ist das Leben, ne? Ob wir den Usernamen Entwickler kennen? Ja, kennen wir. Das ist quasi so eine Art Test-Account, mit dem man halt, ja, sagen wir mal, die ganzen Bugs behebt und was auch immer da so, mit dem man das halt dann ausprobiert, mit den ganzen Funktionen. Er hat gefragt, ob wir den Usernamen von Giga-Entwickler kennen. Den Usernamen? Ach so, Oder meinst du das jetzt, G-Member? Das ist jetzt ein bisschen... Also ich hab's eigentlich anders verstanden, ob wir den Username Giga-Entwickler kennen. Weil es gibt ja tatsächlich. Der hat dann vom geschrieben. Weil es gibt ja. Sondern vom Giga-Entwickler hat er geschrieben. Der heißt aber meines Wissens nicht Giga-Entwickler, sondern Developer, oder? Ich meine, die haben sich als Entwickler registriert. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich meine, es ist eigentlich völlig egal, weil. Vom, richtig. Ja. Also. Ich weiß nicht, den Namen vom Entwickler, wie der heißt. Usernamen, keine Ahnung.
Giga-Developer heißt das? Ja, pff, gut. Ja, ja, gut. Ja. Ne? Ja, ja, ja. So. Ja, komm, Kai, machen wir rauchen für den Weltfrieden heute wieder. Richtig, oh, richtig, richtig. Cool. Ja, rauchen ich wollte gerade René auffragen, wolltest du mitrauchen? Ja, ich fange schon an, den Tabak. Warum frage ich eigentlich? Weil du rauchst ja auch, du rauchst das sowieso immer. Nee, ich rauche im Schlaf, ich rauche. Ja, das weiß ich. Ich rauche, René hat noch immer mit seiner Arschbacke gestrichen. Das ist alles kein Problem. Was hast du gesagt, Wampe? Ja, der René hat noch immer nicht seine Wand hinter ihm gestrichen. Wird mal langsam Zeit. Ja, René. Ja, das Geld, ne? Und dann, ich brauche ja Geld und das kostet ja alles, ne? Ja, pass auf, in meinem ersten Urlaub komme ich zu dir nach Hamburg, dann spiele ich Tine Wittler und dann streichen wir dir dahinter die Wand. Ach Gott. Ja, dann muss aber auch ein Kleidchen kommen. Ich komme nicht in den Sinn, dass die Frau jemals in einem Kleid unterwegs war. Ja, in Frauenkleidern halt. Muss jetzt kein Kleid sein, aber so Frauenklamotten. Also, keine Ahnung, eine Bluse oder irgend sowas. Oh Gott. Und ein BH ausgestopft und ein Tennisball. Tennisball? Ansonsten komme ich im Borat-Kostüm. Boah! Das ist natürlich geil. Ist ja noch schlimmer. Hey, da kommt mein Lieblingsschnuggel. Ja, Mr. Sprachdildo. Ach, Mr. Sprachdildo ist da. Hallo, Sprachdildo. Nichtraucher dürfen nicht. Was? Nichtraucher dürfen nicht in den Biergarten. Ja, das stimmt. Macht ihr beim Giga-Tippspiel mit? Ja, mache ich. Ja, ja. Aber ich bin derzeit. Ich bin nicht interessiert, aber ich will was gewinnen. Ich bin derzeit eigentlich aktuell nicht so ganz gut mit drin. Welchen Rang? 586 mit 48 Punkten. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt überhaupt habe. Ich gucke einfach mal nach. So, es lädt. Also 48 Punkte. 586. Habe ich, ja. Ich auch. Wie, du auch? Ich aktualisiere nochmal, ja. 500, Rang 586 und 48 Punkte. Wie geht das bitte? Auf dem gleichen Rang? Ja, habe ich doch gerade gesagt, 586. Ja, ist mir schon klar, aber naja, gut. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie ansatzweise hier unter den Top 50 kommen würden. Also hier haben wir hier den Spitzenreiter der R-Linke mit 80 Punkten auf Platz 1, Giga-Experte, ja, auf Platz 2. Ach, kommt noch. Inge Bender, Platz 4, Platz 3 mit 74 Punkten, Treffer, toller Name, mit 70 Punkten. Dann teilen sich noch einige anderen auf Platz 4, wie Groundhog und so weiter und so fort und ja. Aber ich glaube, für uns reicht das, glaube ich, nicht mehr so wirklich, da noch irgendwie unter die Top 50 zu kommen. Abwarten. Ja, noch ja. Ist ja ne? Wenn man sich hier die Preise anguckt, oh ja, da schlabbert es mir schon so ein bisschen aus dem Mund. Ja. Was haben wir denn hier? Platz 1, Samsung Galaxy S3. Dann haben wir hier Platz 2, eine GeForce GTX 680. Oh. Da kriegt Kai Orgasmen. Also da kriegt er multiple Orgasmen und Kai das. Gerade wenn es um Nvidia geht. Oh. Dann haben wir hier eine PlayStation Vita auf Platz 3. Okay, ja. Wird direkt wieder verkauft. dann haben wir hier auf Platz 4 und 5 Sony Smartwatch. Ja, wer es braucht. was haben wir noch? Ja, eine SSD 128G, eine Festplatte für 105 Euro, genau. Dann iToy Mobile. Pfui. Brauche ich nicht, da ich kein iPhone habe. Wird sofort verkauft oder zerstört? Das wird wahrscheinlich erst zertrümmert und als defekt verkauft bei eBay. Nee, ich würde es kaputt machen und als funktionierend verkaufen. Eine TV-Karte, ja, brauche ich eigentlich nicht. Ja, ansonsten 26 bis Platz 50 gibt es dann halt irgendwelche CD, DVD-Pakete, Filme und Serien und so weiter und so fort. Und ja, schön. Ich mache ja ein paar Meet mit Martin Beck. Was ist mit Martin? Ich hätte gerne ein Meet and Greet mit Martin Beck gewonnen. Ah ja, ich auch. Und was geht dann so? Sex.
Einfach Kaffee trinken. Ich meine, ich gehöre nicht zu der Liga, wo man erwarten müsste, dass ich mit dem Baseballschläger zum Treffen gehen würde. Ist es ja nicht. Da muss man ja bei mir nichts befürchten. Das ist ja nicht, weil ich Flasche oder so bin, oder ich bin ja so unsportlich, also ich kann schon Baseballschläger halten. Na gut, ob ich den so schwingen kann, das sei mal dahingestellt. Hast du schon mal Baseball gespielt? Nee. Aha, und warum erzählst du dann, dass du einen Baseballschläger halten könntest? Hast du noch nie einen Baseballschläger in der Hand gehabt? Ja, doch, bei deinem ehemaligen Arbeitsstelle. Mein ehemaliger Chef hatte eins und ja, da gab es einen gewissen Mitarbeiter, der so ein bisschen Geld aus der Kasse geklaut hatte, ist nicht zur Arbeit erschienen und dann ist der Chef dann einfach mal losgepetzt mit einem Baseballschläger und kam dann glücklich wieder zurück. Aber ist ein anderes Thema. Und der Schläger blut verschmiert. Nö. Da ist nichts passiert. Der hat ihn nur gedroht, der hat ihm das Geld wiedergegeben und dann war wieder Schicht im Schatten und so, aber. Was denn? Ja, war schon eine geile Aktion. Ja, also ich würde auch gerne mal Martin. Ja, warum nicht? Ich mag seine Bewertungen, seine Kritiken. Aber der G-Member, muss ich ganz ehrlich sagen, der legt sich echt ins Zeug, ne? Also er schreibt jetzt auch, findet ja auch, dass die Euphorie im Forum nachgelassen hat. Kai. Oh, Gott, kann bitte jemand anders im Chat vorlesen? Danke. Also, er hat geschrieben, ja, findet ja auch, dass Kai die Euphorie im Forum nachgelassen hat. Also, die Euphorie, dass sich... Jetzt fängst du auch schon an. Ja, aber über mich lustig machen, ne? Also die Euphorie, dass sich wieder was tun soll. Denn meiner Meinung nach passiert nichts Großartiges. So. Danke, Dominik. Es gibt ja auch nichts zum Anprangern, also kann auch nichts Großartiges passieren. Es ne? gibt keine Schreitthemen, keiner, der am Pranger steht. Also ist auch tote Hose. Also, was willst du erwarten? Ja? Und es wird langsam Sommer. Also, entweder sind die Leute jetzt schon unterwegs. Haben wir Bundesländer, wo schon Ferien sind? Also, geht jetzt in 2 Wochen los. Größtenteils. Also, von daher denke ich. Ja, und die Spritpreise steigen wieder. Wie immer. Wenn ihr den Tank gepisst, reicht auch. Vor allem, deswegen bin ich ja echt froh, dass ich die erste Zeit ohne Auto oben stehen werde, sondern nur mit Nahverkehrsmittel fahre. Da habe ich mich noch mal ein bisschen schlau gemacht. Da komme ich mit der U-Bahn direkt bis zum Dortmunder Hauptbahnhof. Alles Paletti und sonst ist ja alles direkt bei mir um die Ecke. Freibad. Kann direkt meinen neuesten Bikini, den ich irgendwann vielleicht mal kaufe, auspacken und anziehen. Borat, diese Borat-Bikini da holst du ja. Den kannst du ja nicht direkt... Nee, einen richtigen Bikini, kein Borat. Richtig, Dann möchte ich aber auch Bilder sehen davon, Wampe, also. Ach ja. Da sind wir ja schon scharf drauf. Die blenden wir dann hier ein. Ja. Nächste Woche. Erstens heiße ich, um den mal wieder ins Spiel zu bringen, scheiß nicht Axel Schulz und zum anderen, ja, gibt es Gründe, wofür damals die Genfer Konvention eingeführt wurde, René. Von daher denke ich, das kann man nicht bringen. Und es gibt andere Bereiche, kriegt man sau viel Geld für solche Bilder. Deswegen denke ich nicht hier. Nee, auf Abruf gibt es dann entweder Monatsflatrate und dann kann man sich per Smartphone solche Bilder zuschicken lassen. Das ist kein Thema. Ich richte so einen Dienst gerne ein. Wie teuer wird's? Das muss ich noch gucken. Wunderschön. Egal, ich kaufe. Egal wie teuer, ich kaufe. Schweigen. Ich bin am Überlegen, was ich mir mit dem Geld alles kaufen kann. Ich möchte dich auch als Live-Wallpaper auf meinem Handy haben. Soll ich den ganzen Tag vor der Webcam für dich auf dem Smartphone rumtanzen? Ja. Ja, so ein animiertes, so ein Bildchen, wo du irgendwie so, oh, so weißt du, mit deinen imaginären Brüsten wackelst und wäre schon schön, Wampe, wenn du das einrichten könntest als Live-Wallpaper. Wer spricht denn hier von imaginär? Ja. Achso, zeig mal. Nee. 21 für einen Diesel, das ist ja ein Traum. Ab in den Osten zum Dominik. Also, das ist ja ein Traum. So, wir haben hier den Mr. Sprachdildo bei uns in der Runde. Moment, der hatte sich nämlich hier bei uns im Skype-Call-In eingetragen. Aber ich sag von vornherein, Webcam geht nicht. Der ist schon besetzt.
Ja, so. Schmeiß mich raus und dann komme ich nur noch Audio. Ist so oder so kundenfreundlicher. Aha. Ja, wir haben nur noch 16 Zuschauer. Also es sind schon welche weggegangen wegen mir. Oha. Hol den Dominik rein, oha. Bleib nur noch Audio. Ich versuche ihn die ganze Zeit anzurufen, aber irgendwie blockiert das Ganze und er versucht mich da wiederum anzurufen und irgendwie funktioniert das nicht. Ich weiß auch nicht. Schreibt auch gerade, geht nicht. Ja, ich weiß. Oh, ja, Dominik, was ist los da? Ich habe auch keine Ahnung. Normalerweise müsste es ja gehen. Ja, vielleicht solltest du mich erstmal raushauen. Also nee, du bist in einem anderen Skype-Account online. Ich habe ja hier 3 Stück offen. Deswegen. Hallo, mein Name ist Kai. Ich habe 3 Skype-Accounts parallel laufen. Ja, sonst hätte ich das mit den Webcams ja nicht realisieren können, ne? Wer will schon Porsche, Maserati und ein VW in der Garage? Scheiß drauf, solange man 3 Skype-Accounts hat. Ja. Das ist bares Geld, was da drin steckt. Wenn du mal überlegst, wenn Microsoft das rausbekommt, gell, was sie dir dann an Arsch packen, was du dann an Tantiemen, Alimenten und sonst was, Ausgleichszahlungen, Reparationen oder wie nannte man damals im Krieg, leisten darfst, da hättest du 2 Porsche kaufen können. Ich kann nicht mehr schreiben, ich bin zu doof zum Kacken, ich bin einfach zu doof heute. So. Ja, das weiß ich, das ist doch schon bei dir seit keine Ahnung wie lange. Oh, ist Standard. Das ist schon seit Monaten so bei dir. Ja. Du redest ja nichts anderes davon. Nee, warum auch? So, gucken wir mal, ob Dominik jetzt bald sein Try again, okay. Dann versuchen wir nochmal anzurufen. Ich hab die Knuddelarsch gelesen. Ich hab keinen blassen Schimmer, warum das nicht geht. Warum geht das nicht? Knuddelarsch, geil, alter Wampe, super. Du, wir können heute alle nicht lesen. Wir sind heute echt alle zu dumm. Für alles einfach. Das ist aber sehr, sehr merkwürdig. Normalerweise muss das ja funktionieren. Muss. Ja. Starte doch mal den PC neu. Meiner, ja, ist klar. Nein, nicht du, Kai. Ach so, von Dominik, ja. Ich hab doch gesagt, Dominik startet den PC neu, oder heißt das? Oh, jetzt hauen sie alle ab hier auf einmal. Was ist denn los? Der Server ist irgendwie down. Von dem Chat, ja. Ja, das ist toll. Ich bin noch drin. ja, ich weiß, ich bin auch noch drin, aber. Verdammt, was ist das denn? Geil, wir sind die Einzigen, die drin sind. Ja, wir sind ja auch mit dem Clients online. Ja, stimmt. Gangbang Party. Was? Hab ich gesagt? Ja. Okay, braucht man hier nicht alle zuzudecken, das wissen wir selber. Das haben wir gerade schon festgestellt. Ich lade jetzt einfach mal hier komplett neu. Also Kai, so darfst du aber nicht kommen. Lass mich in Ruhe. Ich bin zum Glück noch. Ich hab dann gesehen. Mann, ey! So. Jetzt bin ich auch ein bisschen überrascht, dass hier unser Ben A, dass der Ben halt A. über den Webchat online ist. Ich dachte, er wäre so. Ja, ich habe einen eigenen IRC-Client, über den ich online gehe. Tja, lieber Ben A. Ben A, wohl. Der kann doch nichts. Das ist aber echt. Nee, irgendwie funktioniert das wieder nicht. Der Chat ist wieder komplett down. Also, wenn es halt um den Flash-Plugin geht, auf dem Giga, also im Giga-Chat komme ich auch so nicht drauf. Was für ein Chat-Plugin? Das ist Chat. Das ist Wieso Flash-Plugin? Das ist kein Flash. Das ist Flash. Nee, doch. Das klingt normales Buxud, also das ist kein Flash. Dieser der Server ist natürlich kein Flash-Dingsbums, nein, aber hier diese Anwendung hier, das Plugin, was man hier auf der Seite beispielsweise da einbindet oder wo man halt direkt zugreifen kann, das ist ja ein Flash-Plugin und für den IRC. Und der funktioniert wieder mal nicht, so wie letzte Woche. Und im Giga-Chat kommt man ebenfalls nicht rein. Und ja, man kommt dann nur über IRC rein oder halt über diverse IRC-Plugins, die man halt für den Browser bekommt oder so. Aber hier der Standard-Flash-Plugin von dem ist mal wieder völlig down und komplett abgeschissen. Ja, schön. Ah, das ist jetzt schon echt nervig. Das hat aber auch irgendwie was Positives. Müssen wir nicht mehr auf den Chat achten, dann können wir einfach. Ja, aber das ist, Das Leute, ladet euch alle einen Client runter. Das ist echt das Beste. Ihr seht ja, ist Kacke. Wir sind drauf, ihr seid raus.
Ja. Naja, versuchen wir es nochmal. Es geht das einfach nicht. Ich kann ihn nicht noch anrufen. Ja, das ist natürlich blöd. Soll ich ihn anrufen? Nee, geht ja nicht. Dann ist sein Bild ja weg. Ja, da kann ich ja jetzt so eigentlich nichts machen mit dem Chat. Ich wette, die sind jetzt alle wieder bei Justin TV im Chat. Ja, kann sein. Warte. Wobei man eigentlich automatisch. Nö, ich bin nur der Einzige, der im Chat ist. Ach so, ja gut. Ja, mit dir möchte doch keiner zusammen sein. Ich weiß. Aber egal, kann ich mitleben. Also irgendwie funktioniert mal wieder gar nichts. Den Dominik kann ich nicht reinholen. Der Chat funktioniert mal wieder nicht. Das ist ja wunderbar. Da klappt ja wieder Schnieke heute. Läuft ja wie geleckt. Ja. Hätten wir ja zwar schon ein Thema, ne? Nein, aber so, ich öffne mal den Chat mal extern. Gottchen. So, da drauf. Extern. So, gucken wir mal. Wenn das da auch nicht geht, dann weiß ich es nicht. Ja. Naja, nur Ärger mit dem Käse, ne? Das ist echt. Also, sobald man hier zugreifen möchte, dann steht hier direkt Disconnect from Server. Da ist nichts mit Laden. Ja, liebe Kinder, holt euch einen IRC-Client. Gibt es für Firefox zum Beispiel integriert als Zusatz-Plugin, mit dem könnt. Müsst ihr zwar ein paar Zeilen eingeben, aber dann seid ihr auf jeden Fall da. No. Ja, das ist jetzt echt blöd. So, die Giga-Chat geht natürlich dann auch nicht. Nö. War mir klar. So. Läuft alles toll, Leute. Ich bin begeistert. Mal wieder, das ist toll. Ja. Das ist ja echt Knorke. Das ist wieder fantastisch. Also der Dominik, der schreibt gerade mir, das müsste an mir liegen, wegen vermutlich zu viele Skype, was auch immer. Kann aber nicht sein, weil das, es hat schon mal funktioniert. Oh, Max Leo ist im Just In TV-Chat. Deswegen wundert mich das, dass es nicht funktioniert. Sehr seltsam. Wie kann man das Ganze umgehen? Mal eben so Ports freigeben, ja. Lass es doch einfach mal so machen. Ich gehe jetzt mal kurz raus, du holst den Dominik rein und dann holst mich einfach nur audiotechnisch rein. Ja, und dann klappt das bei dir nicht. Ich sehe es schon kommen. Ah, wird schon. Oh mein Gott, wie schlimm, ey. Ja. Ja, Wampe, wenn du weg bist, dann sinkt doch das Niveau. Das geht doch nicht. Nee, dann steigt es ja wieder. Nein. Ich würde sagen, ich gehe mal kurz raus, du holst mal den Dominik rein und dann können wir ja weiter gucken. Also, wie gesagt, dann holst du mich einfach nur beim René mit rein, einfach nur auf Audio und dann passt das schon. Bin ich ja nicht mehr zu sehen. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Gut. Läuft, wird schon laufen. Probieren wir einfach mal. Ja. Okay. Ja. Bis später. Tschüss. Tschüss. So, dann gucken wir jetzt einfach mal den. Es ist natürlich die Frage, ne? So. Also. Gucken wir mal. Nee, da geht's auch nicht.
Was, wo, was, wie. Achso, jetzt ist Wampe weg. Kann ich noch nicht. Nee, jetzt kann ich den Dominik nicht anrufen. Dann liegt's doch nicht an. Dann liegt's doch nicht an dir, sondern an Dominik. Und nicht an. Es sei denn, er hat das blockiert, so dass andere ihn nicht anrufen können, weil ich nicht in der Kontaktliste bei dem drinne bin, also mit meinem anderen Skype-Account. Ja. Oh, Dominik ist im Chat. Aha, geht der Chat wieder? Nee, oder? Und Gigano ist auch da. Ja, Wampe war ja sowieso da, stimmt. Der Chat geht wieder, wunderbar. Dann lade ich mal eben neu. Oh, das ist ja echt. Der Chat geht wieder, also. Max Leo, du brauchst jetzt keine Mühe machen, Client runterladen, der Chat geht wieder. Max Leo, du brauchst jetzt keine Mühe. Ups. Oh, wieso habe ich mich. Kann, ja, mach das nicht nochmal. Ich habe gerade hier Dings neu geladen. Sorry. Ja, ja. Dominik, hast du eingestellt, dass sich Fremde anrufen können? Ach, Dominik ist mit X-Chat drin, okay. Aber Gigano ist so reingekommen, das ist ja gut zu wissen. Und jetzt ist er wieder weg. Ja, Dominik hat es eingestellt, dass es eigentlich gehen müsste, ja. Ah, guck mal, jetzt kommen sie alle wieder. Ja, jetzt kommen sie alle wieder rein. Jetzt funktioniert es auch wieder soweit. Kann es von jedem angerufen werden. Kann von jedem angerufen werden, okay. Ja, das habe ich ja gerade ausprobiert, es funktioniert nicht. Dominik, starte doch mal den PC neu. Das muss wahrscheinlich doch an dir liegen. Weil der Wampel ist ja jetzt gerade raus und Also kannst du auch nicht an den multiplen Skype nee. Accounts liegen. Hab ich schon, hab Skype neu installiert. So, und schon gerade Skype. Blablabla. Ich versuche dich nochmal anzurufen. Ach, Mann. Ja, ja, Skype, ne? Der Microsoft, was die da verschandelt haben, ist echt der Wahnsinn. So. Versuchen wir es nochmal. Man beschreibt unterschiedliche Skype-Versionen. Aber nö, eigentlich dürfte das alles, kein alles Problem dieselben. Sein. Das sind alles dieselben. So, es klingelt. Oh, es klingelt. Dun, dun, dun. Es klingelt. Es klingelt. Hier klingelt nix. Aber da steht dick und fett dein Name. Dominik Schröder. Anrufen. Also es muss bei dir klingeln. Davito, dich hat keiner rausgehauen. Ne. Der Chat war down. Plugin ist abgekackt. Nö, funktioniert nicht. Ich kann dich nicht anrufen. Dein Name wird auch vollständig eingeblendet, aber. Und es sollte halt bei dir auch klingeln, aber wenn bei dir nichts ankommt, dann weiß ich auch nicht. Ja, dann, weiß ich nicht. Dann. Ja. Scheiße, ne? Ja, so kann man es auch ausdrücken. Scheiße! Ja. Einfach nur Scheiße! Einfach frei raus, alles im Po. Na, einfach mal so die ganz, ganz dezent sagen, Scheiße! Ja. Pfeff. Ja. Ja, sollen wir den Wampe wieder reinholen? Ja, Wampe. Ich will Wampe. Rufen den Wampe wieder an, weil, ja, ich habe keine Ahnung. Also vielleicht hat Wampe sich ja auch schon ein Bikini sexual für uns dann gezogen, man weiß es nicht. Ja, man weiß es ja nicht, ne? Mhm. So. Ja, yeah, ich hab den in einem eigentlichen Skype-Account habe ich den geedit, habe den darüber angerufen, es funktionierte nicht. Dabei habe ich dann das jetzt mit dem anderen Skype-Account versucht und da ging es auch nicht.
Ja. Ich konnte ihn anrufen, weil Skype ist heute irgendwie gerade, weiß ich auch nicht. Was ist eigentlich mit Skype heute los? Echt? Ja, weiß ich nicht. Ich rufe den jetzt nochmal an. Kann ja nicht wahr sein. Da steht ja auch dickfett sein Name. Und es müsste ja jetzt eigentlich auch klingen. Befreit? Jetzt geht's. Tja, ich habe nichts gemacht. Ja, ich habe auch nichts gemacht. Ich habe auch nicht. Ich habe extra Skype nochmal neu installiert, also. Ja, das ist doch wunderbar, ja. So. Komisch, ja, keine Ahnung, warum es nicht ging. Aber jetzt geht's scheinbar. Ach, guck mal, da hat er sogar Bild hier mit seinem Sprachdildo. Ja, Mr. Sprachdildo, oh mein Gott. Nimm mal dein Sprachdildo in den Mund. Ah, ja, schön, und schön das Giga-Logo im Hintergrund. ja, das Giga-Logo. Und daneben ist, jetzt muss ich selber mehr mit der Bandkalender. Ja, es ist heute mal endlich mal wieder ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen. Ja, ein bisschen Niveau. Ja. Niveau, das muss ich noch herausstellen. Ne? Also. Warum zum Teufel ist jetzt gerade mein Dings umbenannt worden? Ich glaube, ich muss mein. Ja. Ein Moment. Technik begeistert heute, ne? Aber an allen Ecken und Lebenslagen. Ich muss mal eben mal wieder meinen Nick changen. Und zwar Nick. Oh, jetzt bin ich 16 zu 9. Oh, amazing. Ja, das dürfte eigentlich nicht passieren. Aber das blöderweise kann man ja halt das im Skype leider nicht einstellen. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert mit der Kamera, dass ich 16 zu 9 bin. Was ich schon mal beeindruckend finde. Vielleicht bin ich jetzt sogar in 720p, aber das bezweifle ich. So scharf bin ich dann doch nicht. Tja. Ja, stimmt, du bist nicht so scharf. Ach, du sei ruhig, René, ja? Ey, Freundchen. Ey, komm her, Alter. Ich mach dich gleich Dönermesser. Döner ist lecker, ne? So, jetzt brauchen wir noch die Wampe. Ja, aber Wampe kann ich leider aber nicht als Webcam reinholen. Also nur Audio, dann, wenn dann. Oh. Und wenn das. Ach, ich hab G-Member schreibt, dass ich schärfer als HD bin. Danke, G-Member, ich liebe dich auch. Ich habe aber gerade Wampe. Was bin ich denn? Ich bin in 4K oder was? Ja, klar. Ich bin 8K. Ich bin 12K. Ach, die Auflösung kann man gar nicht in Zahlen fassen, so hoch. Ich habe Wampe aber eben noch schon mal vorgewarnt, falls jetzt gleich wieder das Problem auftauchen sollte, dass ich ihm diesmal nicht anrufen kann, dann, Aber durch das 16 zu 9 sieht man jetzt sowohl das Giga-Logo als auch meinen Wandkalender, also. Ich mache jetzt mal größer. Ja. Oh, der hier rechts auf dem Bild, was ist das denn? Ist das irgend so ein Kalender, ne? Ja, ein Penthouse-Kalender hier mit so Magneten dran. Ja. Schön. Ja. Extra für euch aufgehangen, damit hier ein bisschen Wanddeko ist. Ja. Ich war jetzt auch schon Ewigkeiten wieder nicht dabei, sozusagen. Ja, das ist schon sehr, sehr lange her, das letzte Mal. Ich weiß gar nicht mal, wann das war. Boah, da müsste ich selber zurückgucken. Ja, also das Problem ist einfach, ich hatte so viel mit der Schule zu tun, aber jetzt habe ich endlich Abitur, jetzt habe ich hier noch Zeit. Das letzte Mal, als ich richtig intensiv mal mit dir geschrieben habe, das war damals beim Super Bowl, weißt du noch? Nein, danach haben wir schon noch, danach hatten wir ja, sogar eine Sendung. Ja, aber nicht so intensiv wie beim Super Bowl. Sonst hatten wir mal Super Bowl. So kurz. Ja, aber da habe ich ja auch durchgemacht, das war ja noch heftig. Ja. Wir schon auf nächstes Jahr. Ja, naja, voraussichtlich muss ich dann ja arbeiten später am nächsten Tag. Zur Ausbildung. Das wird dann schön. Kleine Frage an G-Member, wie meinst du unterdrückt? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Hier unterdrückt niemanden jemand irgendwie, also. Spam-Scanner? Nö. Nee, eigentlich nicht. Soweit ich weiß, haben wir das hier im Chat nicht. René, sag ich schon. Kai, du kannst mich ja ein bisschen größer ziehen, damit man die Balken da nicht so sieht. Ich kann nicht ein bisschen größer ziehen. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ein bisschen größer ziehen kann ich leider jetzt auch nicht, weil das ja alles so angepasst ist, bis zum geht nicht mehr. Skype ist scheiße geworden. Das geht gar nicht mehr.
Das ist echt wirklich Mist, ja. Also, wirklich. Also mit den neuen Skype-Versionen komm ich gar nicht mehr klar. Microsoft macht nur noch Scheiße, ey. Microsoft sollte mal verbieten, genauso wie Apple. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ganz meine Meinung, dann würden auch viel mehr Leute Linux nutzen. Ja, oder. Tja, ja. So ist es halt. Neue da bleibt Kontaktanfrage. Quasi eigentlich nur noch Linux, ne? Neue Kontaktanfrage. Ja, kann ich jetzt gerade nicht annehmen, weil aktuell. Mach später. Ja, mach ich später. Aber mach später. Kann ja nicht schaden. Nö, ist ja nur mein zweiter Skype-Account. Richtig. Nee, der dritte sogar. Irgendwann hast du 100 Stück gleichzeitig laufen. Nö, ich hab jetzt bisher. Nö, drei reichen. Ja, ich glaube, nach drei wird es dann noch langsam kritisch mit der Systemleistung, wenn alle drei Video empfangen. Es geht. Also, mein CPU sagt, ja, ist noch im grünen Bereich. Also, ach, kaufen wir keinen Supercomputer, so einen High-End-Teil. Ich glaube, da reicht mein Geld nicht für. Aber was ich auf jeden Fall vorhatte, ist, einen zweiten Rechner zu holen, wo drauf halt nur der, ja, eigentlich nur das Ganze als Stream-Rechner dient und ja, die restlichen Aufgaben halt über meinen eigentlichen PC dann läuft, damit halt so die Ressourcen ein bisschen aufgeteilt werden und nicht zu sehr belastet werden. Mhm. Ja. Fände ich natürlich besser, aber ja, es ist natürlich auch wieder so ein Kostenpunkt. Ich meine, das muss jetzt nicht ein ultra mega High-End-PC sein. Ja, für Streaming brauchst du aber schon ein bisschen Leistung. Das ist das Problem, ja, selbst wenn du nur in 360 bzw. 480p streamen willst, kommst du da schon leicht an deine Grenzen. Ich habe das Problem schon mit meinem Rechner, komme ich nicht auf die 480p flüssig. Bitte was? Ja. Was hast du für einen Rechner? Du musst ja Das ist noch ein uralter Dual-Core. Okay. Uralt jetzt nicht, aber ja. Es ist noch eine Dual-Core und dann noch die einfachste und günstigste. Ich meine, es reicht für aktuelle Spiele, aber zum Streaming nicht. Mein Kollege hat auch einen einfachen Dual-Core und bei dem läuft alles ohne Probleme. Ja, aber guck mal, was Streams so angeht. Also. Ich habe den billigsten AMD Dual-Core, den es gibt. Den. Ja, AMD ist eh scheiße. Kauf dir Intel. Warte mal, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ist das vielleicht ein Athlon? Ja, natürlich ist es ein Athlon. Athlon 64. X2. Ja. Ja. Mit 3,2 GHz? Müsste ich lügen, ich glaube, er hat nur 3,0. Oh, ja. Was hast du ein Arbeitsspeicher? 4 GB DDR3 RAM, 800. Ja, das wundert mich ein bisschen. Okay, ich meine, wenn ich jetzt hier mal nachgucke, also mein Arbeitsspeicher, ich habe insgesamt 8, aber davon werden jetzt aktuell gerade jetzt nur durch Skype, XSplit etc. und so weiter nur 2,7 benutzt. Ja, das reicht definitiv schon mal. Also ja, CPU ist halt zu schwach. Max, ja. Leo, ich habe was gegen AMD. Und zwar, ich war noch nie zufrieden mit AMD. Ich hatte damals CPUs von AMD, die waren immer scheiße. Ich habe jetzt Intel-CPUs, ich bin zufrieden. Ich hatte eine AMD-Grafikkarte, die ist kaputt, die ist in Reparatur und... Ja, AMD, ne? Ja, du, Grafikkarten, bin ich ganz ehrlich, dann nehme ich auch wirklich lieber GeForce. Ich habe jetzt schon seit fünf Jahren fast eine GeForce 9600 GT und... die ist wirklich immer noch so gut, dass viele aktuelle Spiele unter der immer noch gut in mittlere Einstellung laufen. Ach, guck mal. Ja, stimmt. Du hast ja dieselbe Grafikkarte wie ich. 1600 GT nutzen. Ja. Weil meine HD 6950 schon seit, wie viele Wochen jetzt? 4 Wochen in Reparatur ist. Aber stimmt. Du hast ja dieselbe Grafikkarte wie ich. Und ich muss auch dazu sagen, also mit meiner 9600 GT... Es rennt. Also ich kann auch x-beliebige Spiele spielen und es ruckelt nicht, es läuft und ja, es reicht. Eben, deswegen sehe ich auch keine Grund. Ich brauchte auch keine High-End CPU, weil ich für die Spiele reicht's, für ein bisschen Videobearbeitung reicht's und fürs Office und so reicht die locker. Und das Ding rennt, wenn ich jetzt unter Linux mein ganzes Office mache, rennt der so schnell, dass ich so viele Ressourcen übrig habe, dass ich gar nicht weiß, was ich damit machen soll. Also Kai. Das ist schnell genug für mich und ich brauche erstmal in absehbarer Zeit nichts Neues. Ich meine, ich hatte den erst zu Weihnachten mir komplett neu hochgezogen. Da war nämlich jetzt dann mir alles ein bisschen zu langsam. Da habe ich knapp 180 Euro investiert und so ziemlich alles neu gemacht. Außer und Grafikkarte. Trotzdem laufen 480p Streams nicht. Das ist merkwürdig. Ja. Laufen tun sie schon, aber streamen kann ich nicht. Na gut.
Also ich habe selbst das Problem. Also wie gesagt, ich hatte halt im Vorhinein einen zweiten Rechner anzuschaffen und ja gut, Arbeitsspeicher sollte mindestens 4 GB sein, weil das, ich denke mal, das würde dann auch eigentlich ausreichen. Und ja, CPU, Quad-Core sollte schon sein, muss jetzt nicht unbedingt ein High-End-Ding sein, aber normalerweise müsste es ja eigentlich damit locker laufen. Dann ist aber natürlich die andere Frage, wie kann ich jetzt beispielsweise das Monitor, also hier von meinem mittleren beispielsweise, über HDMI das Bild abgreifen, so dass es auf dem anderen Rechner als Videosignal reingeht und ich das dann streamen kann. Na, da brauchst du Capture-Karten, da gibt es welche von Blackmagic zum Beispiel. Da kostet eine, glaube ich, 99 Euro. Und du brauchst natürlich eine Software, die damit umgehen kann. Also da nimmt man entweder Wirecast, wie es zum Beispiel Micha macht, oder und dann nimmst du dir eben die Intensity Pro-Karten von Blackmagic. Die sind eigentlich am geläufigsten und auch am empfehlenswertesten. Kompliziertes Wort, ich suche sie dir gerade mal raus, weil ich ja nichts Besseres zu tun habe. Gibt es überhaupt noch die? Ja, das Problem ist, die sind jetzt zurzeit mit so einer Produktoffensive rausgekommen, dass das immer so eine Sache ist. Eine Intensity Pro kostet mittlerweile auch schon $199. Ich weiß jetzt nicht, was es in Euro ist. Da muss man dann mal bei einem Händler des Vertrauens nachfragen. Ja, ich weiß nämlich auch aktuell jetzt gerade nicht, ob es auch über XSplit, also mit dem Broadcasting, das auch genau funktioniert. Also da kann man, das kann man aber nachforschen. Also da müsste dir dein XSplit ja dann sagen, ich glaube, jetzt musst du ja mittlerweile eine Lizenz haben, ne? Du hast ja eine Lizenz. Ich habe eine Lizenz, ja. So, und dann kannst du ja da anrufen oder sonst was oder mal nachforschen, ob das funktioniert. Und dann kannst du eben da auch Kameras und sonst was einstecken. Allerdings hast du eben mit der Intensity Pro nur einen Eingang, ne? Ich habe hier also Möglichkeiten, ich kann halt IP-Kameras kann ich hinzufügen, was in dem Fall ja aber dann nicht möglich ist, weil es ja per HDMI und so weiter ist. Dann Mediafile kann ich Video und Bilder und so weiter. Dann Screen-Region vom Desktop, dann Add-Kamera. Da würde halt, wenn, wohl möglich dann, ja keine Ahnung, vielleicht dann das Signalbild vom HDMI irgendwie sein. Und, ja. Also der Vorteil mit dieser Intensity Pro ist, dass du eben auch, und es scheint zu gehen mit XSplit, wenn ich das richtig sehe. Ja, es scheint zu gehen, aber einige beschweren sich auch über Probleme. Also da solltest du nochmal nachfragen, ob es mit der aktuellen Version geht. Du kannst natürlich auch deine PlayStation oder sonst was da anschließen, ne? Ja, eben, genau. Das wäre natürlich sehr praktisch, dann würdest du vielleicht am besten sogar die Intensity Shuttle nehmen, das wäre eine USB 3.0 Version, vorausgesetzt dein Rechner hat USB 3.0. Nein, noch nicht. Dann bräuchtest du vermutlich, das ist problematisch. Ja. Das ist natürlich das Bessere, weil da hast du mehr Anschlussmöglichkeiten, hast die Möglichkeit, das mitzunehmen und auch an anderen und es eben doch 10-Bit HDMI reicht voll und ganz aus. Weil somit kann ich dann endlich meinen Rechner etwas entlasten und der Stream-Rechner macht dann halt den Rest und ja, es ist natürlich dann für mich auch etwas. Also es sollte gehen jetzt laut meinen Nachforschungen im XSplit-Forum. Und zum anderen ist es halt auch so, wenn ich, also wir haben ja vor einigen Wochen hatten wir ja dieses Live-Zocken gemacht mit Counter-Strike Source und so weiter und da hat mich das schon ziemlich genervt, dass es immer ab und zu immer wieder am Laggen war, ohne Ende. Ich konnte es ja noch nicht mal in Vollbild spielen, sondern nur in Fenstermodus und alles und solche Sachen. Du würdest ja dann im Prinzip dein XSplit komplett auf den zweiten Rechner auslagern, das wäre dann schon mal viel angenehmer. Ja, das ist weitaus angenehmer und ich könnte halt auch die Spiele dann wieder flüssig spielen und und das würde dann auch flüssig über den Stream laufen. Ja, yes, vor allem der Vorteil wäre einfach, wenn du das über diese Lösung machst, du hast eben wirklich für jeden Zweck, du kannst ja dann für den Chat noch Laptop oder Netbook oder wenn du sowas noch rumstehen hast, ich glaube, du hast ja genug Platz auf deinen Monitor, ne? Dass man das auslagern kann. Ja, so auf 3 Monitore sollte man eigentlich Platz haben. Weil den Chat würdest du ja dann zum Beispiel auf dem Stream-Rechner laufen lassen. Das ist ja dann einfach alles. Dann hättest du ja einen Rechner nur noch zum Surfen und Zocken. Das wäre auf jeden Fall die bessere Methode. Das ist auf jeden Fall klar. Ja. Vor allem, du hast eben den Vorteil, jetzt rein hypothetisch, du willst jetzt mal ein PlayStation-Spiel oder so, Let's Playen oder sonst irgendwas. Knallst das Ding da ran und los geht's. Eben, das macht die Sache natürlich weitaus einfacher und viel angenehmer, ne? Und
Ja. Und der CPU sagt dann auch, hey, endlich mal habe ich Ruhe. Das ist natürlich dann das Schöne daran. Ja, Nick, was machst du da? Ich hole mir gerade was zu trinken. Nein, ah, du darfst nicht trinken während der falsche Dose, egal. Du machst Schleichwerbung für Medikamente, wollte ich schon sagen. So, schön in die Kamera halten, ne? Wir wollen ja hier Werbung machen. Ja, warte, warte, warte. Ja. Wundervoll. Eine schwarze Katze. Ah, lecker, lecker. Ja. Erstaunlich gut, also wenn ich mir mal angucke, als ich das erste Mal im Quapcast war, mit meiner Kamera, da war ich ja noch mit meinem Netbook drin, das war so ein Pixelbrei, da hatte ich die Investition in die Webcam gut gelohnt. Die ich im Prinzip auch nur für euch gemacht habe. Ja, super, ich liebe dich, Dominik. Wampe will, dass du mich rausschmeißt, Kai, und ihn dafür reinholst. Ja, kein Problem, kein Problem. Kann ich sofort machen? Wampe, Moment. Und alle so, yeah! Ich kann aber ja trotzdem mal versuchen, den Wampe jetzt mal anzurufen. Ja, auf jeden Fall. Wampe wäre jetzt eine gelungene Addition. Ich probiere es jetzt einfach aus und... Es fängt hier gerade an zu regnen. Ist das nicht schön? Ah. Bei mir nicht, bei mir ist Wind. Nee, das funktioniert scheinbar wohl nicht. Da muss ich wahrscheinlich wohl noch ein paar Ports öffnen oder so. So wie es aussieht. Ich könnte natürlich eine andere Möglichkeit überlegen... Gott, da müsste ich ja aber jetzt eine Ewigkeit noch umbauen, dass ich dir, dass du mich siehst und ich euch noch den Wampe durchschleife. Oh Gott. Das wird kompliziert werden. Nee, also scheinbar funktioniert das nicht. Da muss ich wahrscheinlich wohl noch ein paar Ports öffnen. Geht leider wohl so nicht anders. Dann hat es ja, das wahrscheinlich. Entweder liegt es wirklich an den Ports. Das kann nämlich durchaus sein, dass der sich zu viele Skypes überlagern oder eben, dass es einfach nicht geht mit mehr als zwei Instanzen. Davon gehe ich nämlich auch aus. Also ich kann ja hier für jeden einzelnen Skype-Account kann ich einen eigenen Port zuweisen und die dann dementsprechend dann halt über den Router dann öffnen. Ja, dann mach das doch mal, Kai. Ja, klar, wenn ich das jetzt mache, muss ich den Router neu starten, du Nase. Ja. Damit die Einstellungen übernommen werden und dann ist die Verbindung hier weg und dann heißt erstmal 5 Minuten nix. Machen wir mal eine kleine Pause. Ist klar. Andere Möglichkeit ist natürlich, einer von euch macht halt Webcam aus und dann, keine Ahnung, ist auch blöd. Ja, Nee, ich nicht. Hätte man zwei dann. Ich brauche nicht. Ja, und das kann ich leider so nicht machen. Ja, shit. Ich glaube, das werde ich dann für nächste Woche dann mal, fürs nächste Woche werde ich das mal einrichten und dann austesten. Shift happens. Ja. Und da muss ich auch tatsächlich dann drei Leute haben, die mit mir das Ganze testen hier, intern, weil, während der Sendung ist es ein bisschen blöd. Ja, irgendwann die Tage oder so. Und nächste Woche habe ich Praktikum. Ob wir SSD-Festplatten haben? Nein, ja, ich habe eine 60 GB Vertex 2 von OCZ. Ich nicht. Punkt. So. Ja, Punkt. Fertig, aus. Gehen wir alle nach Hause. Aber Festplatte, ja, ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, ich muss sowieso noch eine neue Festplatte holen, weil ich brauche unendlich viel Platz für Let's Plays alleine schon deswegen. Oh ja, das glaube ich dir gerne. Weil Fraps verbraucht ja bekanntlich sehr, sehr viel. Und ich sag mal so, zeichnet man das Ganze in Full HD auf, hat man innerhalb von einer Stunde schon knapp an die 100 GB voll. Oder ein bisschen mehr. Das ist schon heftig. Ey, Ben A ist wieder da. Ben A's. Ben A. Ey, Mann. Boah, ey. Benny, was geht ab? Banana. What's up? Keine Reaktion? Er schreibt ja. Super, das ist toll. Benny. Energiesparmodus. Energiesparmodus. Wer fährt eigentlich überhaupt seinen Rechner mal in Energiesparmodus runter? Oder fährt nicht das Ganze in Energiesparmodus? Das macht man doch eigentlich in der Regel nur auf dem Laptop oder so, ne? Also ich hab's mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe auch mal ein halbes Jahr lang Hibernate gemacht, also einfach nur in Schlaf versetzt und dann Strom aus und beim nächsten Tag dann angemacht.
Und dann waren natürlich alle Dateien und so offen, aber nach einem halben Jahr, wenn du es gemacht hast, merkst du einfach, dass der Rechner dann ultra langsam läuft und irgendwann musst du dann mal rebooten. Ja. Weil dann der ist ja dann so vollgepackt, vor allem bei Windows ist das so schlimm, wenn du dann einfach, das ist wie so ein Datenstau. Da merkst du, der klickst auf ein Programm, 10 Minuten später sind immer noch nicht da. Ja, ich mach's eigentlich gar nicht. Also ich fahre den halt ganz normal runter, fahre den wieder normal hoch und ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Ja. Ich auch. The Mining. Ja. Ja. Ja, der Gene, der war wahrscheinlich Nutella-Werbung drehen. Davon gehe ich auch mal aus. Ja. Nicht die Nationalmannschaft dreht Werbung für Nutella, sondern Vene macht das jetzt ab sofort. Genau, indem er sich Nutella durch die Nase zieht, wie wir vorhin schon hatten. Was war das denn bitte? Ich habe gerade ein bisschen von meinem Schaumgummi-Kondom durch die Nase gezogen. Ich habe auch so einen Schaum. War's schön, hat sich erregt. Ich habe auch so einen Schaumgummi. Ich beiß doch mal rein. Was, ich? Ich kann nicht, das ist zu dick. Du hast einfach so einen kleinen Mund. Das ist, das mal, ist ey, schon etwas dicker als das. Das ist etwas dicker als das, was der Dominik hat. Ist nur du, meins ist richtig dick. Ja, komm mal hier, mach mal dein Ding da ab. Komm, Kai. Nimm das Ding jetzt in den Mund. Jetzt machen wir hier mal, Mikrofonvergleich. Okay, aber seiner ist ja rund, meiner ist ja mehr so. Dein Mund ist auch mehr so. Ja, ich muss mich ja hier auf dem Stream gut präsentieren. Dann machst du einen auf Joker hier, so reißt du die Ecken noch so ab und dann so. Why are you so serious? Ah ja. Ja. Guck mal, hast du das schon gesehen, ja, ne? Nein, hab ich schon gesehen. Was soll ich sehen? Ich will was sehen. Lass mich sehen. Ich will sehen. Quapp. Oh, was hast du da? Ja, was wird das für perverse Sachen? Hat dir mich ja schon wieder seine Home-Videos geschickt? Ja, ich hatte doch damals Schokolade von wären, ey. Ich hatte doch damals Schokolade von Micha bekommen und ja. Und auf der Packung war halt ein schönes Quapp-Logo drauf und ja, war ganz nett. Da hast du das gleich eingereimt, Rahmen, so wie ich mit meinem Giga-Logo da hinten. Ja, ich hab's einfach, man konnte es da irgendwie rausreißen und das, und dahinter ist extra so eine Klemme, den kann man umklappen und dann als Biller-Rahmen hinstellen. Ja, das, gut. Warum nicht? Kann man machen, ne? Kann man machen, klar. Muss man aber nicht. Wünsche euch Giga-Fan-Artikel, weiß ich nicht, also vermisst habe ich die jetzt nicht wirklich. Nö. Ja. Was soll ich damit? Also noch Schlüsselbänder. Fanartikel von Giga zum Beispiel, kleine David-Action-Figuren oder so, also... Oh, das wäre stimmt, wär geil. Nein, ich würde ja die guten alten Robin Schweiger Gedächtnis... so Plüsch-Hausschuhe mit Robins Gesicht drauf. kennt ihr doch hier diese... Da gibt es auch in Katze- und Mausform diese Hausschuhe. Ja. Und sowas mit Robin Schweiger vorne. Ja, doch schön. Das wäre super. Ja, aber ich hätte gerne ganz, 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 ganz viele Schlüsselbänder. Schlüsselbänder? Ja gut, Schlüsselbänder hätte ich auch nichts gegen, wenn mir jemand welche schickt. Ich sammle die nämlich. Wampe hätte gerne getragene Unterhose von Jonas. Boah. Ja, gerne. Wir leiten das gerne weiter. Wir sind mal mit Jonas in Kontakt und dann kriegen wir schon hin, Wampe. Also. Warte mal, ich guck mal, ob der... Warte mal, ich guck mal, ob Jonas on ist. Nee, der ist offline. Nee, er ist off. Schade. Shade. Jetzt haben wir ihn jetzt direkt gefragt. Aber wir können ja hier gerne den Jens fragen, der ist online noch. Ja, Wampe, möchtest du eine getragene Unterhose von Jens? Warum sollte man das wollen? Weil Wampe drauf steht. Lass ihn doch, Mann. Du stehst auf Sprachdildos, Wampe steht auf getragenen Unterhosen. Das ist doch alles legitim. Kann doch jeder machen, was er will. So, Wampe, möchtest du von Jens eine haben? Dann schreibe ich ihn an. Jonas ist dir schon lieber. Wieso Jan? Wie kommst du auf Jan, Wampe? Jens, nicht Jan. Ja. Jens, genau.
Ach so, fangen beide mit Jon, mit J an. Das jetzt, ich habe Jan geliehen. Ja. Lern lesen. Ja. Schreib dich nicht ab. Dich nicht ab. Lern lesen und schreiben. Alpha Telefon Münster. Wenn man jetzt noch die Nummer kennen würde. Na gut, dann kriegst du halt keine von Jens. Ja, die Werbung lief damals sehr... Hätte auch extra reingepupert für dich, aber okay. Ja, der Spot, der lief ja damals ja sehr, sehr oft, ne? Ja. Mhm. Oh, was habe ich mich immer gefreut, wenn immer meine Heimat da in dem Spot genannt wurde. Okay. Oder Wampe, wie wär's von Severin? Möchtest du von Severin eine getragene Unterhose? Bestimmt ein G-String oder so. Meine Güte. Och, das T-Shirt ist aber schon verdammt alt. Ja, das ist aber schon sehr alt. Das, was der G-Member gerade im Chat gepostet hat. Der Link. Lass doch mal gucken. Nick Stone. Mal gucken. Das Lied. Oh mein Gott. Bei mir wird nichts. Oh, das ist aber lange, ey. Ja, oh, ja. Die sind Giga, ja. Oh, ja, oh mein Gott. Das ist schön. Das ist schon ein paar Jährchen her. Ja. Hau mal den Dingens bei mir rein. Den Wampe. Den Wampe Raider. Den Wampe Raider. Dann kannst du mich jetzt auch gleich mal hinzufügen, dann kann man wenigstens ein Bild von mir sehen. Das werde ich jetzt auch gleich noch ändern, Moment. Irgendwo hatte ich doch ein schönes Bild von mir. So, ich muss den Dennis mal eben in die Kontaktliste hinzufügen und dich auch nochmal, sonst kann ich euch nicht in die Konferenz einladen. Ja, 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 so. Hinzufügen. Ja. So. Der Schneck, die BI ist dort. Amazing. It's amazing. Mm. Oh mein Gott! Ja, wundervoll. Jetzt sind wir ja wieder alle da. So. Pampe? Ja, da ist. Der kommt jetzt gerade. So. Yay, und alle so, yeah. Da ist er. Oh, jetzt funktioniert's auch. Booyah! Booyakasha! Unbelievable. So, dann gibt's übrigens keine Probleme von wegen GEMA oder Urheberrechtsverletzung und, vor allem nicht Genfer Konvention. Sag mal, Schnucki, wo warst du denn überhaupt bei dieser Veranstaltung? Du in diesem schnieken Anzug, das ist ja... Ey, ja. Miau. Das ist mein Abiball. Abiball? Abby Ball. Mhm. Abby Ball. Hatte ich letzte Woche. Nein, Quatsch. Letzte Woche, Sonnabend. Ach, der Sven ist da, sehe ich ja jetzt erst. Sven the Man! fucking unbelievable! Was macht die Ische? Ach, der Sven! Alle freuen sich, Sven ist da, alle geht ab. Yeah, baby! Schönen Abend, G-Member. Viel Spaß beim TV-Klotzen. Tschö, G-Member. Was kommt denn heute außer Desperate Housewife? Desperate Housewives läuft heute nicht nach irgendwie ein Fußballspiel? Nee, das war heute. Donnerstag ist... Ja, Donnerstag sind wir dran, glaube ich, ne? Am Donnerstag fangen die Viertelfinale an. Ja, auf jeden Fall. Morgen also. Ja, stimmt. Morgen. Ja, das ist toll. So. Spassiva. Ja. So, der Wampe ist jetzt da und jetzt gibt's nichts zu erzählen, ne? Ja, hol noch den Banner. Der kann heute aber nicht, der ist erkältet. Der kleine Ben ist erkältet. Oh. Hat er gesagt. Der arme kleine Ben, ey. Der Vorteil ist ja, jetzt sieht man nicht mehr, wer gerade am Schwätze ist so richtig, gell? Also wenn man irgendwelche komischen Geräusche macht, dann weiß man jetzt gar nicht, ist das der Dr. Sprachdello oder... Am besten müsst ihr immer am Anfang des Satzes immer mit euren Namen nennen, dann weiß man das. Wampe, Doppelpunkt, Halsmaul. Dominik, Doppelpunkt. Du dummer oder was?
Oh Mann, Mann, Mann. Ja, da muss man richtig genießen, dass ich mal wieder mit meinem Schnucki hier zusammen am Labern sein kann. Hat mir das überhaupt schon mal bisher hier beim Trash Talk gehabt? Ja, ich glaube einmal kurz oder so. Ganz kurz, aber da musste ich wieder weg. Oh ja, das war noch ganz am Anfang, glaube ich, zu unseren schönsten Zeiten. Übrigens off topic, Kai und René, also ihr lässt ganz schön nach. Wie war das mit Rauchen für den Weltfrieden? Ja, ja. Ach, ja, stimmt, wir müssen rauchen, Kai. Ach ja, dann rauchen wir aber wieder eine. Mann, wer macht mit? Wir müssen, die Gesundheit ist sehr wichtig für uns, deswegen rauchen wir täglich. Genau. Zigaretten. Ja, wir tun was für den Staat, ja. Also wir zahlen ja Steuern ohne Ende und wir müssen ja die Kasse füllen, damit die Griechen auch was davon haben. Ach nee, die Hälfte von den ganzen Steuereinnahmen beim Rauchen gehen ja zur Terrorbekämpfung, wie Volker Pispers so schön immer sagt. Das heißt, ich trage dazu bei, dass wir die ganze Terrorbekämpfung finanzieren, die Deutschland macht, die natürlich sehr sinnvoll ist. Ja, absolut. Ja, wow, amazing. Auf jeden Fall. Ich bin begeistert, also. Jedes Mal aufs Neue. Juhu. So, der Davito, der ist gerade aus dem Chat rausgeflogen. Klein Timeout, das heißt, der war einfach zu lange inaktiv im Chat. Also musstest du wieder reinkommen, weil du noch zuhörst. Ja, Davito, was soll das? Wollte ich nochmal so als Info geben. Ach, ich dachte, du würdest jetzt Panik schieben, dass schon wieder der Chat abgeraucht sei. Nee. Gott sei Dank nicht. Nein! Aber oh mein Gott, es geht nicht! Ah! Aber wenn es dann öfters so ist, ne, besonders. Stellt euch mal vor, wenn die Jungs von Giga gerade einen Livestream machen und der Chat dann abscheißt. Alter Schwede. Dann sehen die aber. Ja, dann sollten die besser nicht Eiers die nehmen. Ja, dann musst du aber sagen, dann hat man als Moderator im Channel eigentlich mal gerade schön Pause. Ja. Tja, das stimmt allerdings. Also wenn ich mal so überlege, wie es da letztens hier wegen der E3 abging, alter Schwede, ey, man kam ja echt gar nicht mehr mit und man hätte sogar noch bis in die Nacht irgendwie in den Chat sein müssen, aber nee, das ging gar nicht. Ich glaube, ich war nur bis 10, 11 Uhr, beim ersten Tag war ich online und dann bin ich offline gegangen, weil ey, irgendwann hast du so Kopfschmerzen gehabt, weil du permanent im Chat nur am Lesen warst und am Rausschmeißen bist und was auch immer. Und irgendwann kannst du einfach nicht mehr. Und wenn du da 3 Stunden da am Stück da vorhockst, oh Gott. Das ist echt schlimm. Aber wo wir gerade bei Giga sind, habt ihr denn auch alle brav bereits das neueste Giga-Minecraft-Video gesehen? Ja. Na, da sind wir doch stolz auf euch. Nur fürs Protokoll, ich habe nicht dafür bezahlt, dass der das jetzt anspricht. Ja, Wampel. Es ging ja Thema Musik, ne? Mit dem Körper hast du doch bezahlt. Wobei ich nicht alles gesehen habe. Aber den Anfang. Ich, ne? Den Anfang habe ich auf jeden Fall gesehen. Was ich auch irgendwie ganz interessant fand, war hier mit der mit der Musik von Mario. Die Titelmusik davon. Wie das so abgespielt war. Also man musste schon ganz genau hinhören und ja, und wie du, glaube ich, auch auf dem in dem Video schon gesagt hast, ist es ein bisschen langsam, aber... Ja, die Hangover-Version. Ja, genau. Du musst bedenken, das war noch auf dem alten Server. Ich habe es auch festgestellt, weil irgendwie klangst du auch noch ganz anders, als wie du jetzt klingst. Und da habe ich mir auch schon gedacht, das muss ja schon einige Zeit her sein. Ja, das war aber schon mit dem neuen Headset, meine ich. Also noch nicht mit dem Tischmikro, was ich seinerzeit auch mal hatte. Naja. Aber man macht ja so stetig immer welche Upgrades, um immer besser zu werden. Also man investiert in die Zukunft. Netto Tom, die neuesten Videos zu Minecraft findest du wie immer auf dem Giga-YouTube-Channel oder auf giga.de. Also den ersten Teil findet man auf YouTube. Und dann immer mit der Verlinkung auf giga.de. Da findest du die neuesten Teile. Am besten suchst du einfach mal. YouTube hat ja so eine schöne Suchfunktion. Och ja. YouTube, da kann ich auch ein Liedchen von singen. Aber um genauer zu sein, die offiziellen Giga-Minecraft-Aufnahmen, die immer in Eigenregie aufgenommen wurden, die landen bei Giga, sei es auf giga.de oder im Giga-Kanal. Und es gibt abseits davon eigene Aufnahmen, die ich betreibe in meinem eigenen YouTube-Channel. Genau. Und seit Sven. Habt ihr jetzt eigentlich die letzte schon abgedreht, Wampe? Ja, die ist abgedreht. Jetzt am kommenden Samstag steht noch eine Aufnahme an. Das heißt, ich muss spätestens, ich sag mal so Anfang, Mitte Juli kommt dann das nächste Thema. Gut. Der Gigaplayer ist besser. Heute Mittag habe ich das aber anders gesehen. Ey, der Gigaplayer, der regt mich nur auf.
Also der geht mir auch so ein bisschen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Der bricht einfach immer während des Videos ab und fängt wieder von, sag mir wieder hier, starte von vorn, ey. Das okay, also bei mir ist das so nicht, aber der bricht halt zwar auch immer ab und ist immer wieder am Nachbuffern und ja. Leute, das ist echt schlimm. Macht's euch doch nicht so schwer mit dem Gigaplayer. Rechtsklick, Quelltext anzeigen, suche nach .mp4 und ladet euch die Datei herunter. Tja, sag das mal den Laien. Bist du Laie? Nee, das nicht, aber für viele ist es aber so, scheiße, läuft nicht, also gucke ich auf YouTube oder... Das Problem ist, das liegt ja meistens nur noch an den Servern, dass das so langsam lädt. Das ist ja. Also ich habe vorhin, als ich mir das angeguckt habe, obwohl ich ja dabei war, erstmal 5 Minuten vorladen lassen, damit ich es mir flüssig angucken konnte. So geht's natürlich auch, ja. Na gut, also, dann muss ich aber auch sagen, teilweise habe ich eigentlich mal YouTube. Zum bloß bei mir bricht das halt irgendwann ab, das ganze Video, und muss ich dann von vorne anfangen und zur Stelle vorspulen, wo ich zuletzt war, und ja, ist mal scheiße. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten, als ich damals noch DSL Lite hatte, hier 512. Oh. Ja, und dann YouTube-Videos, dann hat man 10 Minuten vorher angefangen vorzuladen, um sich dann ein Minuten-Video anzugucken. Ja. Oder so ein 20-Sekunden-Video, wie sich gerade eine Katze am Arsch leckt oder so. Dafür lädt man dann erstmal 10 Minuten ein Video vor. Und kann aber nichts anderes machen, weil die ganze Bandbreite ausnutzt. Oh ja, das kenne ich auch noch viel zu gut. Als ich vor einigen Jahren zwangsweise noch mehr per UMTS vorübergehend online gehen musste, das hat mich so genervt, aber so richtig. Geil! Mein Opa zu Hause, bei meinem Opa, da gibt's mangels Anschlussmöglichkeiten zurzeit nur DSL 1000. Und wenn ich dann von zu Hause mit meinem wunderschönen 20.000er DSL komme, gehe da hin und möchte mal was machen, und dann denke ich mir auch nur so. Oh. Aber immerhin laufen YouTube-Videos in 240 oder in 360p einigermaßen flüssig. Immerhin. Das Schlimme ist ja, was ich jetzt immer wieder bei dem Laptop von meiner Mutter sehe, das ist ja ein Graus. Einmal, womit der zugemüllt ist, aber zum anderen, ich merke auch, dass ich mittlerweile doch so zu sehr verwöhnt bin durch den Adblocker, ja. Also man merkt, dass die Leute die Webseiten echt für Bandbreiten konzipieren. Ja? Also vor allem, wenn es um Werbung geht. Der Laptop, der weiß Gott keine Urgurkenmaschine ist, gell? Der rödelt sich einen ab, sobald irgendeine Seite ist, wo viel Werbung drauf ist. Das ist der Hammer. Also das ist nicht mehr schön. Ja, das Problem habe ich nicht. Ich muss sagen, eigentlich liegt das ja meistens. Also das Erste, was ich mache auf meinem Netbook zum Beispiel, ist natürlich auch einen Adblocker draufpacken. Sonst kommst du mit diesen ganzen Flash-Werbungen und so nicht klar. Das ist ganz klar, aber das Schlimmste sind meistens irgendwelche JavaScript-Applets oder so, die dich dann so echt urst auslangsamen. Damit hat mein Rechner schon manchmal Probleme, weil die dann so schlecht programmiert sind, diese Java-Applets, bis dann Flash dich, das Java sich geladen hat und du irgendwas machen kannst, dann ist Polen offen und Warschau brennt. Gibt's außer bei Chat for Free überhaupt noch irgendwo Java-Applets als solche? Ja. Es gibt leider Leute, die meinen, sie müssten sie noch nutzen. In Zeiten von, HTML5 und Ajax und ist das ja alles Schwachsinn eigentlich, aber... Ja, aber du musst bedenken, HTML5 wird noch circa bis 2020 dauern, bis das mal als Standard etabliert ist. Ja, aber Ajax kann mittlerweile jeder Browser. Also das ist wirklich... dass du da irgendwelche Chats und so ohne Java und sonst was realisieren kannst, das ist nun wirklich kein Akt mehr. Ja, immer dieser Zwiespalt zwischen Java und JavaScript. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Immer dieser Teufelskreis. Aber außer jetzt wirklich so die von mir eben genannte Seite, kann ich mich nicht entsinnen, irgendwo jemand, obwohl doch, ich weiß aber nicht, ob das ein Java-Applet war oder halt eine separat geladene Java-Datei, und zwar so ein Routen-Dings, speziell von der Region, wo ich jetzt demnächst hinziehe, wo auf jeden Fall irgendwas Java-mäßig war. Kann sein, dass sogar ein Java-Applet war. Weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Wampe, sag mal, du bist jetzt fertig mit der Ausbildung, habe ich gehört. Ja, geht noch bis Ende des Monats, ja? Also auf Papier. Aber du hast die Prüfung bestanden, ja? Ja, also die Theorie ist durchschnittlich verlaufen, bin ich mit zufrieden.
kann einen Schnitt meckern und jetzt müssen wir mal gucken, was die alten Säcke vom Prüfgremium meinen zu meinen praktischen Umsetzungen. Das ist immer so die Sache, oder? So der Zwiespalt zwischen Lehrbuch und Praxis. Ja, ich bin ja jetzt endlich mit meinem Abitur fertig und bin jetzt gerade wild am Suchen für eine Ausbildung. Jetzt werde ich wohl vermutlich Fachinformatiker. Naja. Und Kai hat schon ganz abgeschaltet. Der ist Mikrofon, der fängt gleich an zu bügeln oder so, Hemden zu bügeln oder Wäsche zu waschen. Ich meine, wenn die beiden einfach nur die Lippen bewegen, dann sieht das wenigstens so aus, als würden die beiden reden, wenn wir uns hier einen ums Ohr quatschen. Genau. Wollt ihr das nicht gerne privat diskutieren? Nee, wir reden jetzt auch gleich noch über unsere... Nein, lieber nicht. Ah ja. Über eure sexuellen Vorlieben vielleicht? So. Wie lief's bei deiner letzten Prostata-Untersuchung oder so? Ja genau, René, du warst ja letzte Woche ja beim Arzt, ne? Hä? Oh, Max Leo haut schon ab, dem wird er zu viel. Oh. Schade. Ja. Ach ja, Mann, ey. Aber ich freue mich auf meine 50 VDSL-Leitung. Dann kannst du auch endlich ordentlich streamen, Kai. Endlich. Du kannst ja endlich auch wieder ordentlich Pornos runterladen, ne? Ach, das ging nur bisher auch ohne Probleme. Jetzt kannst du aber 50 gleichzeitig runterladen. Ach, das ging doch vorher schon alles ohne Probleme. Ich sag ja, wie ich eben schon gesagt habe, nur die Downloadrate war bis dato auch schon vollkommen okay, nur der Upload. Ich meine, erinnerst du dich an die Tests mit FIFA, wo wir hier zweit rumgedoktert haben, wo du probiert hattest, Livestream mit FIFA zu machen, Kai? Das war ja ein Akt. Oh ja, das war echt wirklich ein Akt. Und das lief ja auch nicht gerade mal eben so brennend. Was spielt ihr eigentlich mit FIFA 12? Ja, ne? Aktuell FIFA 12, ja. Schade, ich habe nämlich nur FIFA 10 hier. Ich konnte mir nichts Besseres leisten. Dann halt schon mal ein bisschen Geld zur Seite und kauf dir demnächst FIFA 13, weil das werde ich nämlich auch wohl machen. Ja, garantiert nicht. Wenn ich mal wieder Geld zur Seite lege für ein Spiel, dann wird es für Guild Wars 2 sein. Ja. Na gut. Aber dann könnt ihr ja gar nicht zusammenspielen. Ja. No. Naja, außer wir würden zu Piraten und klauen uns das. Ja, es gibt ganz viele Quellen. Ja, können wir ja mal fragen, wie ist denn die Stimmung bei euch bei den Piraten? Man hört ja gar nichts mehr. Das ist ja richtig still um euch geworden, Jung. Also. Ach, still? Letztens lief erstmal in der ARD eine richtig schöne Doku über uns, die ich leider nicht sehen konnte, weil ich nicht zeitlich so in der Lage war. Dafür gibt's doch die Mediathek. Wollte ich gerade sagen. Ja, da bin ich immer noch nicht zu gekommen. Wir haben Abiball, jetzt hatte ich jetzt die ganze Zeit irgendwelche Sachen zu tun wegen Praktikum und Ausbildung und am Samstag ist bei uns in Brandenburg Landesparteitag. Jetzt muss ich immer noch gucken, ob ich irgendwie da hinkomme, aber 30 Euro einfach mal so für nichts und wieder nichts ausgeben, also es ist was, aber es ist eben Geld, was ich eigentlich nicht so wirklich habe. Ja, aber da wir eh beim Thema Geld sind, weißt du, bei jetzt ARD und ZDF, da sieht man wenigstens mal, was man von seinen GEZ-Gebühren hat. Ja, dann nutzt doch dieses Angebot mit der Mediathek. Ja, ich bin halt noch nicht dazu gekommen und ich würde es mir jetzt angucken, aber jetzt seid ihr gerade wichtiger, ja. Oh, das ist ja also schön, zumindest das ist die Bampe ist wichtiger. Mir wird ganz schlecht. Nein, also ich bin, eigentlich, es läuft ganz gut. Wir haben jetzt, wie gesagt, in Brandenburg am Samstag einen thematischen Parteitag. Will ich mal gucken, ob ich hinkomme. Und ja, es läuft zurzeit. Ich meine, jetzt 4 Wahlerfolge, wir sind in 4 Landesparlamenten vertreten. Kann es besser laufen? Ich glaube nicht. Mensch Kai, vor Ort, was ist denn da so? Weil ich bin ja echt am Überlegen, soll ich mich mal politisch arrangieren? Also, nee. Also hier läuft derzeit gar nichts. Hier ist total ruhig und... Naja, ist jetzt auch Sommerloch. Jetzt beginnt die Sommerpause bald. Darfst ja, du das ist doch mein, das, ey, das ist doch meine Zeit. Im Sommer kommen doch immer die Deppen, die sonst nichts zu sagen haben. Also ist das mein... Perfekt. Also was willst du da mehr? Ja, ich weiß ja, wie dieses Sommerloch, also ich kann es ja voraussagen, dieses Sommerloch wird wieder mit einer PKW-Maut gefüllt. Dann eine Bikini-Steuer... Irgendein CSU-abgefragter Abgeordneter wird dann noch fordern, ausländische Frauen sollen an türkische Herde oder so. Keine Ahnung. Also das Sommerloch wird wieder lustig, da sage ich euch schon. Da kommen die verrücktesten Sachen.
Was für Hersteller haben wir denn aus der Türkei für Herden und Backöfen? Gründig. Gründig und Simsing. Da habe ich heute übrigens ein super Schnäppchen gemacht, ja. Ich war ja heute in der Küche gucken. Das A und O einer Wohnung. Und da kriege ich jetzt für einen Schnäppchenpreis eine Privileg. Aha. Ja, ja, schön Backofen und Terrankochfeld und Kühlschrank dabei. Super, also ist von 2008. Ja. Super top in Schuss. Also die Frau, von der ich die abkaufe, hat die super behandelt, also alles in Topform, super, also die Schränke natürlich aus massivem Zeug. Ja. Und das Kruppstahl. Da ist nichts mit Kruppstahl, höchstens die Tür scharnieren, aber also für unter 800 Euro, denke ich, ist das ein super Ding. Bin dafür, dass das wir jetzt gut, alle unsere Stahlhelme aufsetzen. Wenn wir ja bald alle zu dir kommen, dann machst du uns alle Schnitzel. Ich habe nur einen Werkshelm aus Plastik. Aber mit Mickey-Mäusen dran. Also ich finde ja, jetzt können wir ja nochmal zu Fußball kommen, ja. Wir sind ja jetzt aktuell im Fußballfieber alle, denke ich, ne? Also ich finde ja schon echt erstaunlich, was da alles los war. Erst diese Sache mit dem Stahlhelm-Kommentar von Hansi Flick. Also, was ich schon mal komplett überbewertet fand. Und dann diese Sache mit Mehmet Scholl, das fand ich ja auch so sinnlos, dass darüber diskutiert und sich aufgeregt wurde. Weil, ich meine, er hat das ausgesprochen, was viele gedacht haben. Tja, die haben alle keine Hobbys. Ja, und jetzt die Sache mit Özil hier, die Rassismus. Ja, also ich finde... Bitte kurz für Unwissende wie mir, weil ich habe jetzt bei dieser ganzen EM, normal bin ich ja eigentlich immer, was Meisterschaften, sei es Europameisterschaft oder auch Weltmeisterschaft, bin ich dann schon Patriot, gell? Aber ich habe jetzt außer das letzte Spiel habe ich nichts gesehen. Ich meine, man ist ja immer up to date, man muss nur auf Facebook gucken, da bekommt man von lauter Amateur-Kommentatoren immer, was up to date ist, gell? Also wenn man nicht aktiv beim Spiel dabei ist, verpasst man ja nichts, aber... Was jetzt mit Mehmet Scholl anbelangt oder Özil, da bin ich halt momentan nicht up to date. Da weiß ich auch nichts von. Im Prinzip hat es ja alles erstmal damit angefangen, dass Hansi Flick, also der Co-Trainer, irgendwie mal in einer Pressekonferenz gesagt hat, da ging es, glaube ich, inwiefern man gegen die Holländer bestehen kann, glaube ich, war das. Da hat er gesagt, da müssen wir unsere Stahlhelme aufsetzen und uns durchkämpfen oder so war das irgendwie. Also... war dann halt natürlich wieder ein latentes Nazi, da kamen diese ganzen Nazi-Vorwürfe wieder, also kompletter Schwachsinn im Prinzip. Ja, und damit Mehmet Scholl, da war ja irgendwie, dass er eben nach dem Spiel von Deutschland gegen Portugal oder Deutschland? Doch, Deutschland-Portugal war das, glaube ich, ne? Ich glaube auch, ja. Ja, Deutschland-Portugal war das, mit Hansi Flicks Kommentar war auch Deutschland-Portugal, siehst du. weil ihm das halt nach dem Spiel gesagt hat, obwohl eben ein Tor geschossen wurde von Gomez, dass er eben gesagt hat, dass Gomez für ihn eben schon schläfrig gewirkt hat und dass er Angst hatte, dass man ihn mal wenden müsste. Nicht, dass er sich irgendwie kaputt liegt. Also das hat man ihm natürlich danach, denn von wegen, wie kann er sich das rausnehmen, dieser übertriebene Patriotismus, man darf bloß nicht die eigene Mannschaft kritisieren und naja. Ja, ich fand's aber irgendwie auch nicht so ganz in Ordnung, weil ich meine, Gomez, zwei Tore und dann wird der kritisiert bis zum geht nicht mehr und war ein Tor in dem Spiel, aber ich meine, ja. Bis zum geht nicht mehr. Ich meine, also ich habe mir nach dem Spiel auch gedacht, der hätte mehr gekonnt. Das erste Spiel fand ich sehr schwach von den Deutschen, muss man sagen. Ja, das war es auch. Ja. Ich fand das letzte gegen Dänemark wunderschön, muss ich sagen. Da hatten wir am Anfang, also zumindest wir haben gut angefangen und stark nachgelassen, muss man auch wieder sagen. Das ist immer so. Ja, andersrum wäre besser. Lieber schwach anfangen, aber stärker werden und dann zum Schluss irgendwie drei Tore schießen. Ne? Ja, das. Vor allem, weil die Dänen dann zum Schluss wirklich so viele Chancen hatten, dass es nicht mehr heilig war. Also gegen Griechenland und was weiß ich. Aber ich sag mal so, wenn wir gegen die Griechen verlieren, dann haben wir immer noch ein Druckmittel. Also wir haben ein Druckmittel gegen die Griechen. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen am Freitag. Ich glaube 20:45 läuft das Spiel, ne? Müsste, glaube ich, sein. Viertelfinale laufen alle um 20:45. Ja, wie schon. Und dann heißt was, es... Was sind eure Tipps? keine Ahnung, ich sag mal 2-1.
Schätzungsweise, ich kann es nicht genau sagen. Weil ich gehe mal davon aus, ja, das Spiel wird sicherlich auch nicht leicht werden. Also, auch wenn man, ja, keine Ahnung, auch wenn man sagt, ja, Griechenland, ja, pff, die putzen mal weg und so weiter. Nicht vergessen, die Griechen waren Europameister 2004, das ist noch nicht so lange her und... Ja, ist der Rehagel eigentlich auf der Trainerbank? Nein. Ja, dann kann das auch nichts werden. Nee, was ich nicht verstehe, das soll jetzt echt kein Wettern in der Richtung gegen Griechenland sein, aber wie kann das eigentlich sein, dass die überhaupt teilnehmen? Das muss doch auch eine Unmengen an Geld kosten, um bei so einer Meisterschaft mitzumachen. Allein um den Leuten da den Arsch zu bezahlen, die da auf dem Platz stehen. Da frage ich mich manchmal, wieso machen die überhaupt oder können die überhaupt mitmachen? Ich finde, die dürften momentan andere Probleme haben, als jetzt auf dem Rasenplatz zu stehen. Sie haben auch beim ESC mitgemacht. Wenn sie den gewonnen hätten, darf man sich gar nicht vorstellen, was da passiert wäre, wenn sie den ESC hätten schmeißen müssen. Also deswegen haben sie vermutlich auch so ein schlechtes Lied hingeschickt, darf man nicht vergessen. Aber es ist eben so eine Sache. Warum sollte man da nicht teilnehmen? Ich glaube, das bezahlt ja der Verband und der Verband ist nicht gerade staatlich. Und der Verband kriegt ja das Geld von den einzelnen Vereinen, also ist ja im Prinzip eigentlich fast ein Wirtschaftsmotor, wenn man so will, oder? Und vor allem ist es mal was Hoffnung gibt. Natürlich, wenn sie jetzt gegen die Deutschen rausfliegen, dann sind sie noch schlimmer dran als jetzt, aber... Soll mir egal sein. Ja. Ja. Also zumindest, was ich am Rande mitbekommen habe, dass die Griechen auf jeden Fall stark mit dabei sind. Und ich finde, ich meine, ich muss auch sagen, also solange ich das selbst nicht nachvollziehen kann, weil solange ich nicht selbst da unten auf dem Platz stehe und versuche, den Ball irgendwie nach vorne zu bringen oder gar ins Tor zu schieben, ist das natürlich erstmal groß Geschwafel meinerseits. Aber die Leistung bisher von unserer Mannschaft war bisher nicht überragend. Also ich gehe ehrlich gesagt gar nicht davon aus, dass wir am Freitag weiterkommen. Die Griechen haben in ihrer Gruppe nur 4 Punkte gehabt. Also sie haben zweimal auf Sieg gespielt und einmal auf Unentschieden. Moment, bevor ich was Falsches sage. Ja, ich habe das aktuell jetzt nicht hier offen. 1-1 gegen Polen. Wo ist Griechenland? 2-1 gegen Tschechien und 1-0 gegen Russland, wenn ich das richtig sehe. Also die Griechen an sich sind, rein punktemäßig sind wir, glaube ich, die Deutschen bisher die beste Mannschaft. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind die einzigen, die volle Punktzahl in der Gruppenphase hatten. Ich meine ja. Also von daher darf man nicht vergessen, dass die Deutschen so gesehen wirklich die Besten waren. Dafür, dass wir auch noch die Todesgruppe haben. Oder und hatten. Man darf nicht vergessen, Gomez hat schon 3 Tore geschossen. Ja, und Gomez, so bisher haben die Torschützenkönige meistens so 5 Tore im Turnier gehabt. In der Weltmeisterschaft, wenn ich mir mal überlege. Also die hatte nochmal doppelt so viele Mannschaften dabei, also fast doppelt so viele Spieler in der Gruppenphase. Was ich auch unheimlich lustig fand, ist, dass viele immer gesagt haben, ach komm, Gomez raus, Klose rein und so weiter. Ja, man hat es ja gesehen, ne? Der Gomez, der kann es durchaus auch. Also ich glaube, Gomez wird Torschützenkönig und ich hoffe, dass er es mit 6 Toren schafft. So, also ich meine, jetzt hat er noch 4 Spiele hoffentlich vor sich, 3 Spiele im Prinzip. Wenn er in allen 3-1 macht, dann hat er es ja gepackt. Ich muss auch sagen, gestern habe ich Waldis Club gesehen und da ging es wiederum, als die Wunschaufstellung der Deutschen wäre, also der User im Internet und... Verteidigung war klar, Hummels haben sie drinnen behalten, Boateng wieder ins Team, obwohl eben Bender das Tor geschossen hat. Und vorne eben im Sturm kein Gomez, sondern Klose. Ja, das ist das, was ich auch immer wieder die ganze Zeit sage. Aber und Podolski raus. Podolski ausgetauscht mit Reus. Okay. Habe ich mir auch so gedacht, okay. Aber man muss auch sagen, Podolski hat wirklich nicht überragend gespielt. Nee, das hat er nicht. Ich glaube, dass sein erstes Tor hier in der EM war, glaube ich, auch mehr oder weniger so ein Glückstor für ihn. Und ich muss sagen, wenn ich drüber nachdenke, ich hoffe auch, dass Özil noch kommt. Weil Özil hat auch, ich meine, beim letzten Spiel hat er wirklich Probleme, dass eben irgendeiner immer auf ihn abgestellt war. Er war ja nie alleine.
Ich glaube, Özil hätte nicht mal irgendwie, keine Ahnung, hinfallen können, ohne dass sich jemand auf ihn raufstürzt. Also, ja, wirklich, Özil war ja so belagert von allen, der ist ja auch einer unserer größten Gefahren, weil der ist klein, flink und auch noch torgefährlich, wenn man so will. Ja, das durchaus. Na gut, wenn man dann nach dem letzten Spiel geht, ist ja eigentlich jeder von unserer Mannschaft torgefährlich. Ich sehe schon kommen, dass irgendwann Neuer im 16er des Gegners steht, weil der ja immer 50 Meter vom eigenen Tor rausgeht. Schlimm, ne? Also gerade gegen Dänemark war das schon heftig. Der stand schon fast im Mittelfeld. Da hatte ich aber zwischenzeitlich ein bisschen Schiss, weil ja, diese Situation war wirklich sehr, wenn man sich überlegt, dass die Flanke falsch gegangen wäre und auf irgendeinen Dänen gegangen wäre. Und dann wäre der Däne geradezu durchgerannt, Neuer wäre nicht am Tor gewesen, nicht mal in der Nähe vom Tor. Ah, da denkt man dann drüber nach, ob das so klug war. Also da, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Vor allem, weil dann der Bartstuber, glaube ich, da war und zur Stelle war und hätte klären können. Also ansonsten muss man auch sagen, Neuer ist fantastischer Torwart. Der hat bisher alles gut gemacht. Paar Gegentore zu kassieren ist normal, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben die geringsten Gegentore bisher kassiert. Mein Gott, wir sind ja nicht bei den kleinen Fußballstars, gell? Also, meiner Meinung nach ist Neuer der beste Torwart der Welt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das damals, also welches Spiel das genau war, aber ich erinnere mich, was das anbelangt, und Neuer immer wieder gerne an das eine Tor, wo er Abschluss vom Tor bis vorne in Strafraum nach Motto an Podolski war das, glaube ich, oder genau. Schweinsteiger, und dann rein damit. Das war doch das genialste Tor ever, oder? Also das war auf jeden Fall bei der letzten immer eine Torvorlage hatte, ja. Also das war doch so genial. Ich weiß auch, dass zum Beispiel mal ein Torwart ein Tor gemacht hat, was natürlich nicht gegeben wurde. Und zwar war das mal Kahn, der der bis vorne zum gegnerischen Tor gerannt ist und dann mit der Hand den Ball ins gegnerische Tor gehauen hat. Ich glaube, das war eine Ecke oder so. War natürlich nicht erlaubt. Ja, ist klar. Ja gut, aber das war wahrscheinlich dann, wo wir schon mit 8-0 geführt haben, wahrscheinlich gegen... Ich guck grad mal nach, ob ich das finde, ob ich da nochmal die Background-Story zu finde. Da musste ich nämlich auch sehr lachen. Gegen wen war das denn nochmal? War das so? Bemerkenswerte Ereignisse. Boah, verdammt. Gegen welches Spiel war das denn nochmal? Also gegen welche Mannschaft? Ja, ich guck gerade. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich suche gerade und suche gerade. Gibt es auch noch ein Video von? Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich meine... da muss ich doch mal gucken. Ich meine, das war... Ja, genau, am 3. März 2001 im Spiel Hansa Rostock gegen FC Bayern München eilte Oliver Kahn beim Stand 3:2 für die Rostocker in den Schlussminuten in den gegnerischen Strafraum, faustete den getretenen Eckball ins Tor und sah wegen der Regelwidrigkeit kurz darauf die gelb-rote Karte. Später sagte er scherzhaft, ich dachte, der Torwart darf im Strafraum den Ball mit der Hand. Ist klar. Ich meine, der spielt schon jahrelang oder der hat jahrelang Fußball gespielt und so weiter und das wusste der angeblich nicht, das kaufe ich den nicht ab. Nein, ich glaube. Komm mal ehrlich, wer solche Eier besitzt und so eine Aktion reißt, wenn so oder so schon alles zu spät ist. Also ich finde, der hat Respekt verdient. Also tut mir leid. Also, ja, hat er das auch. Sind Aktionen, die finde ich cool. Ne? Ja. Ja. Genauso wie jetzt hier bei Dänemark, als Juge wo er doch dem einen Jungen den Ball weggehauen hat. Das war der Renner auf Facebook, aber ja. Ich fand das irgendwie Lev. Also. Ich fand, aber das war ja sogar vor dem Spiel, ne? Also kurz vor dem Anpfiff war das. Und die EM, beziehungsweise die UEFA, die hat das dann einfach so zwischendurch mal einfach so mit eingeblendet, weil ich das wohl toll fanden oder so. Und da ist übrigens das Logo, das Video dazu. Und dann gab es halt wieder irgendwelche User, so Kinder, sage ich jetzt mal, ja, die kommen gerade aus der Schule raus und dann hast du schon das erste Video im Netz so mit ganzen Trollfaces und sogar sonst was. Boah, ey. Ich weiß, ich hätte denjenigen so einmal links und rechts gerne eine reingehauen, ganz ehrlich. Also, was soll daran jetzt so witzig sein? Ey, mit den ganzen Trollfaces, das ist jetzt mittlerweile schon so ausgelutscht und dann
ballert man, verschandelt man dann sowas noch und das finde ich gar nicht mehr witzig mittlerweile. Kai, du hast aber auch ein Trollface, also echt. Naja. Ich habe das Video gerade in meinem Chat gepostet zu dem besagten Tor von Kahn. Okay, das darf ich nicht zeigen. Leider nein. Nee. Aber ich kann es mir mal. Mensch, Kai, hier. So, Max Leo hat ja gerade Bezug zur Gigapedia. Ach ja, genau, ja, die Szene, ja, ja, ja. Ja. Geil, wie der so einfach dann, dann da reinspringt, wie so ein Irrer und dann mit dem Faust. Ja. Geil. Oh, ja, herrlich, 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 herrlich. Ja, schönes Ding. Vor allem seine Lache dazu. Mein Gott, ey, wie die Trikots da damals noch aussahen und alles. Also ist schon faszinierend. Ja. Ja, war frisch neues Jahrhundert, Jahrtausend, was auch ever. Naja, das ist... Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, der Oliver Kahn, ja, der traut sich immer wieder was. Wie so ein Affe, der nach der Banane greift. Ja, ich habe den damals auch mal ganz oft den Kaugummi-Man genannt, weil er immer permanent irgendein Kaugummi im Mund hatte. Ich weiß auch warum, weiß auch nicht immer, warum. Aber naja. Markenzeichen, ganz einfach. Heute trägt er ja Pumps, laut der Werbung, oder High Heels und mein Gott. Ja. Ach Gottchen, wir sind die 2 Stunden ja schon wieder fast um gleich. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Weil man die Zeit echt gut rumgekriegt, war. Eigentlich, ne? Amazing. Ja. Ja, dann würde ich sagen, als nächstes Topic hier, nachdem, so wie Max Leo ja angesprochen hat, die Gigapedia jetzt auf die Server von Giga gelangt, würde ich sagen, müssten wir jetzt mal anfangen, Fabian zu nerven, oder? Ja, sollten wir mal, ne? So, und meine lieben Giga-Freunde und Freundinnen. Ja, verpiss dich. Ich werde mich jetzt so allmählich mal in die Küche begeben. Und mir ein Armbrot zubereiten, denn es ist langsam schon ziemlich spät. Und ziemlich spät? Das ist so du hast gelitten, Junge. War mal wieder eine Freude, mit euch zu verkehren. Mhm. Kein Problem. Ich bin Mr. Sprachdildo. Ich kann keine 7 Minuten abwarten, um in die Küche zu gehen. Ich bin Dr. Sprachdildo, wenn ich drum bitten darf. Ich wiederhole, zeig mir die Doktorarbeit, die wir erstmal prüfen auf Plagiate. Ich kann dir später mal meine Doktorarbeit schicken. Mhm. Nein, ich wünsche euch noch viel Spaß, ne? Und macht nicht zu dolle. Mhm. Ja, mal gucken. Und bis neulich. Ich hoffe, man sieht sich demnächst mal wieder. Ja. Und Wampe bis Samstag. Alles klar, bis Samstag. Tschüss. Tschüss. So, Dominik ist weg. Da Wampe können ja wieder Cam anmachen. Ach komm, auf die letzten Minuten müssen wir halt ohne mehr übertreiben. Oh. Ach komm, Wampe, rauchen wir zusammen alle noch genüsslich vor der Cam. Ja, echt. So genüsslich vor der Cam, schön rauchen. Tust für deine Gesundheit. Alles nur für die Gesundheit. Ja. Richtig. So, Ich habe mich tierisch gefreut, als ich halt auf der Gigapedia-Seite gelesen habe, dass die jetzt halt auf die Server von giga.de kommen. Also das finde ich cool. Na, das wusste ich ja schon einige Wochen vorher auch, aber das hätte eigentlich schon seit Anfang des Monats sein müssen. Aber ja, lieber später als nie, oder? Irgendwie funktioniert die Kennt man ja nicht. Mittlerweile von Giga, ne? Dass es nie so kommt, wie es angekündigt wird. Und dann sind die pünktlich. Irgendwie funktioniert die Cam bei dir nicht. Also ich sende, aber mein Gott, wie gesagt, ist ja nicht tragisch. Ja, aber dein Bart sehen. Ist ja nicht tragisch, dann ich sende jetzt mal und dann gucken wir mal. Ja, aber das ist ja zumindest mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Weil das Interessante ist ja, ich habe hier unter anderem nochmal das Ankündigungsvideo damals hier, der letzte, hier, wo in diesem Chat, was ist denn hier passiert? Da wurde ja unter anderem nochmal dieses Ankündigungsvideo damals mit Carsten, am Anfang noch Severin und dann mit David gezeigt. Uah, da bin ich ja. und was dann David damals eigentlich alles abgelassen hat. Und dann überlegt man heute mal so, ja, was damals alles gesagt wurde von David und was ist seitdem so alles umgesetzt von dem. Mhm.
fragt man sich ja manchmal schon. Ja. ich meine, da das in der Praxis natürlich immer anders aussieht als gedacht und ich will hiermit ja keine bösen Unterstellungen machen, nur das ist schon heftig, wenn du damals dann so, ich sag mal, Schlagworte hörst, ja, wir wollen das machen, wir wollen das machen, wir wollen vor allem in Richtung der Community hingehen. Und das ist bis heute so gut wie kaum umgesetzt. Gell? Das ist schon, da sieht man mal wirklich, wie extrem eigentlich die Realität im Endeffekt aussieht. Gell? So, kippe an. Und deswegen freue ich mich dann halt, dass Gigapedia endlich dann ja, heimkehrt im Endeffekt, könnte man ja sagen. Ja, das erste Mal richtig. Weil es wurde damals von der, ich muss gerade überlegen, von der GigaGreenFan.net wurde es damals gegründet, ist dann gewechselt, nachdem GigaGreenFan.net dicht gemacht hat, zu Giga4. Und ja, und Giga4 hat sich jetzt endlich mal breitschlagen lassen, dass Gigapedia jetzt endlich mal auf den Giga-Server drauf gepackt wird. Da wurde aber die Juristenkeule ausgepackt, oder? Ja, das hat aber auch wirklich lange gedauert, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe ja wir haben wochenlang versucht, mit denen da erstmal in den Kontakt zu treten und dann war erstmal Pause dazwischen, da kam erstmal keine Antwort. Dann hinterher wurde dann doch irgendwie ein Termin irgendwie angesetzt, dass halt teamintern dann irgendwie, also mit den ehemaligen Giga4-Leuten, dass es irgendwie teamintern abgesprochen wird, wie es jetzt mit Gigapedia weitergeht und ob es zu Giga jetzt komplett rübergehen soll und so weiter. Dann wurde das auch erstmal wieder irgendwie, keine Ahnung, abgelehnt oder was auch immer und oh, das lief alles so drunter und drüber und ja, keine Ahnung, muss mal Terranas fragen. Also wir haben uns echt da uns da den Kopf da zerbrochen bis zum geht nicht mehr und ja, letztendlich hat es ja doch geklappt. Sehr schön. Ja, ja, ist doch gut. Wo ist denn Terranas? Der ist ja heute gar nicht da. Oder ist der kommt wahrscheinlich morgen, steht der im Chat. Keine Ahnung, wo der heute ist. Hab mich auch ein bisschen gewundert, dass er heute nicht da ist, weil er ist ja eigentlich auch einer der Stammzuschauer oder User, der halt auch mal dabei ist. Keine Ahnung, vielleicht hat er gerade keine Zeit oder so. Ja. Hier, René, hau mal Jens an, wenn er doch in Skype ist, weil Max Leo doch schreibt wegen dem Gewinnspiel, was seit vorgestern eigentlich mal bekannt gegeben sein müsste, wer gewonnen hat. Ich glaube, Jens ist gerade aktuell nur mobil unterwegs. Ja, aber ich habe trotzdem schon öfters geschrieben, auch wenn er mobil online war. Wo sind die Gewinner? Mal gucken, ob er antwortet. Ein Nacktfoto von Wampe. Schaffst du das noch in 2 Minuten? So. Ja, zeug doch mal von einer recht positiven Zukunft zwischen Giga und der Community. Richtig. Vor allem, was ich auch schön finde, ist auf der Gigapedia Startseite sind wir auch noch mit erwähnt worden. Also du mit der Minecraft und wir mit der Fanbase. Finde ich ganz nett, finde ich cool. Dafür wurde auch Terranas nicht bezahlt. Nö. Ja, aber da sieht man einfach, dass so dieses Miteinander einfach auch funktionieren kann. Ja, muss auch. Dass wir halt keine Gruppierungen sind, wo jeder für sich selbst ist oder dass man für sich selbst gesehen irgendwie einen Status damit präsentieren will, sondern dass man halt ohne Probleme mit seinen einzelnen Projekten, die man abdeckt, halt auch zusammen nebenbei existieren kann und das auch zeigen möchte. Deswegen. Deswegen wird ja auch auf der Gigapedia halt auch diese Dingsbums-Leiste, was auch immer, oben mit eingebunden, was auch immer. Dass, dass man halt so miteinander besser kommunizieren kann, dass man halt ein bisschen enger zusammenrückt und, Ich glaube, das ist halt für uns alle dann halt eigentlich nur positiv. Und im nächsten Trash-Talk begrüßen wir unseren guten Terranas, der dann auch als Repräsentant von der Gigapedia richtig, vielleicht mal mit dabei ist. Den müssen wir auch definitiv dann, also sobald das Ganze dann vollzogen worden ist, mit dem Umzug etc. und so weiter, dann holen wir den definitiv rein. Also ich meine, okay, nächste Woche können wir den definitiv eigentlich sowieso da mal mit reinnehmen. Falls er natürlich da sein sollte, dann, Kann man damit... Update, Jens hat noch nicht geantwortet. So. Oh mein Gott.
Ja. Unverschämt. Der antwortet wahrscheinlich mit Absicht nicht. Ja, er guckt bestimmt zu und denkt sich. So, wir rauchen noch unsere Kippe noch zu Ende und dann machen wir alle Feuer an. Ne? Schicht im Schacht, Ende im Gelände. Ja, wenn ich jetzt Feierabend hätte, aber ich muss noch weiter die ersten Sachen einpacken. Ja, bald steht ja dann Umzug an. Der Ranas ist im Skype. Echt? Jo, Tatsache, der ist im Skype drinne. Der ist online, aber nicht im Chat? Was ist das denn bitte? Hat er uns vergessen? Ja, nee, der hockt die ganze Zeit im Justin-TV-Chat und wundert sich, dass keiner on ist. Warte, ich gucke. Wenn er jetzt nee, wirklich, nur ich. Wenn er jetzt tatsächlich da in den Chat rumlungert, dann ja, aber ich glaube eher nicht. Ich gucke jetzt einfach mal. So. Ich könnte jetzt durchaus jetzt nochmal... Nein. So. Chat lad mal. Nee, der ist da nicht drin. Ja, Ningelding hat eingeschaltet und uns beim Rauchen gesehen. Das ist toll. Ja, du Ningelding, es ist halt, ne? Unser Lifestyle. Nee, willkommen beim Trash Talk. Ja, beim Trash Talk rauchen wir immer. Grundsätzlich. Beim Trash Talk sieht man abgebrochene Idioten. Richtig. Wir halten nichts von, ja, keine Etikette Ahnung. Und, ja. Ja, nee, ist nix. Ja. Wir sind einfach, Trash Talk ist einfach völlig durchgeknallt, da darf man einfach alles. Ja, wir sind einfach scheiße und machen, was wir wollen. Richtig. Warum trage ich dann Klamotten? Ja, das also, verstehe ich ja, jetzt gerade auch nicht. Also, warum trägst du noch Klamotten? Nächste Woche machen wir Trash Talk, da ist Wampe wieder da und hat dann sein Borat-Kostüm an. Ja, ich glaube nicht, dass ich nächste Woche dabei bin. Glaube ich nicht. Warum nicht? Nächste Woche geht's los mit Umzug und Vorbereitung und. Also da weiß ich nicht, ob ich Zeit habe. Ja, gut, dann. Bei nächste Woche sitzen wir alle nackt vor der Cam und die Zuschauerzahl sinkt. Ja. Ja, das wird toll, ich freue mich. So, meine Lieben, wir sind jetzt gerade ein bisschen drüber, aber ist ja egal. Drei nach YouTube. Ein paar Minuten. Richtig, auch jetzt ein paar Minuten. Und wir verabschieden uns und ich hoffe auch, dass nächste Woche Mittwoch kein EM-Spiel ansteht. Ich glaube auch nicht, ne? So viel ich weiß ich, glaube ich nicht. Nö, müsste eigentlich nicht. Ansonsten wisst ihr ja Bescheid, ne? Facebook, einfach liken und ja. Ja. Da kommen die Informationen. So, ich bin raus. Das letzte Wort hat René und Wampe und ja. Tschüss, die Kosti, bis nächste Woche. Ja, tschüss. Ich habe nicht viel zu sagen. Ich sag tschüss, bis nächste Woche. Man sieht sich, hört sich, riecht sich, schmeckt sich, wie auch immer. Bis dann.